Wir werden sehr intensiv die nächsten Tage nutzen, um diesen Parteitag fortsetzen zu können, programmatische Arbeit leisten, Arbeit an der Politik leisten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Genossen und Genossen, ich glaube, das kann man hier heute Abend ruhig sagen. Ja, ich möchte unsere Konferenz eröffnen. Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System. Das war ein Satz aus der Rede von Professor Michael Schumann auf diesem außerordentlichen Parteitag. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Wir sind hier in der Jerusalemkirche. Das ist die älteste Kirche, die es hier in der Friedrichstadt gegeben hat. Sie ist während des Zweiten Weltkrieges zerstört worden, dann nach dem Krieg wieder aufgebaut worden und ist heute eine Begegnungsstätte, eine Kulturstätte. Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir heute hier sein können, heute und morgen. Und ich gehe davon aus, dass wir diese Stätte tatsächlich auch als Begegnungsstätte für den Austausch nutzen, im kulturvollen Austausch. Ja, die großen Feierlichkeiten zu 25 Jahre Mauerfall sind vorbei. Es gab Events, leuchtende Luftballons, kluge und weniger kluge Reden. Es gab Erinnerungen in Interviews in den Medien. Es gab eine ganze Reihe von Filmwerken sehr unterschiedlicher Qualität. Vieles aus meiner Sicht ziemlich oberflächlich und einseitig. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat mit mehreren Kooperationspartnern eine Veranstaltungsreihe initiiert, die sich nannte Stürmischer Herbst, Wendezeit 1989. Und diese Veranstaltungsreihe war, das darf ich glaube ich als Stiftungsvorsitzende sagen, mit Dank an die Kooperationspartner, wesentlich vielseitiger und hat vielschichtiger auch auf diese Geschichte aufmerksam gemacht. Denn das, was wir begehen, ist möglicherweise nicht nur eine Jubelfeier. Hier ist Nachdenkliches, Erinnerungswürdiges, Bewahrenswertes, über das wir unter anderem auch heute reden wollen. Und wir betrachten das Ganze sicher mit einem Abstand von 25 Jahren. Manches sicher mit anderen Emotionen. Ich gestehe, nicht ganz emotionsfrei. Inzwischen ist sicher auch manches bekannt, was im Hintergrund gewesen ist. Wir wissen heute mehr, als wir vor 25 Jahren wussten. Und für die, die damals mit dabei gewesen sind, bei den Demonstrationen, bei den Diskussionsforen in nahezu tabufreien Räumen, ich kann mich erinnern an Diskussionen, die in Turnhallen stattgefunden haben, die übervoll waren, wo es um Bildung ging, um Geschichte ging, um viele andere Fragen ging. Ja, die an runden Tischen gesessen haben, es gab ja nicht nur den zentralen runden Tisch, es gab auch vor Ort in den Kommunen runde Tische oder die in der letzten Volkskammer waren. Und ich sehe drei zumindest hier vorne sitzen, die mit in der letzten Volkskammer waren, mich jetzt mit eingeschlossen. Also ich denke, für all die ist das eine sehr intensive, prägende Zeit gewesen. Ich habe das ein Stück weit als Aufbruchsstimmung erfahren, zumindest die Zeit Oktober, November, noch bis in den Dezember hinein. Die Konferenz hat zum Anlass genommen, diesen 25. Jahrestag des außerordentlichen Parteitages der SED, SED-PDS, dann mit der Umbenennung im Dezember 89. Dieser Parteitag läutete den Bruch der SED-PDS mit dem Stalinismus als System ein. Der Parteitag war eine Entscheidung gegen die Auflösung der Partei und damit gegen eine Neugründung. Vielleicht wäre das der bequemere Weg gewesen, aber ich glaube ganz sicher nicht der ehrlichere. Es war eine Entscheidung für eine Erneuerung, für eine Selbstveränderung dieser Partei. Und damit verbunden war auch, dass sich die einst führende Partei, und so stand es ja immerhin in der Verfassung der DDR im Artikel 1 drin, dass sich diese Partei auch ihrer politischen Verantwortung für den Zusammenbruch des Sozialismus stellte. Auch heute noch ist beeindruckend zu lesen, und wir haben das Heft nochmal aufgelegt und verteilt mit der Rede von Professor Michael Schumann, mit welch klarer Analyse eigentlich so wenige Tage, Wochen sozusagen in dieser Wendezeit, mit welch klarer Analyse
dort über die Ursachen des Scheiterns des Sozialismus gesprochen worden sind. Die Rede war ja Ergebnis einer Arbeitsgruppe, die gebildet worden ist damals. Das heißt, da waren mehrere dran beteiligt. Und wenn man das heute nochmal nachliest, diese Ursachen, die dort benannt worden sind, ein zentralistisches, hierarchisches Herrschaftssystem, die Reglementierung in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens hinein, das Fehlen von Demokratie, ohne die es eben keine gerechte Gesellschaft geben könnte, oder die politische Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger. Stalinismus, so Michael Schumann in seinem Referat, bedeutet Demoralisierung und Entartung des geistigen Lebens sowie Zerstörung menschlicher Werte. Die Analyse von Michael Schumann war eine wesentliche Voraussetzung für die Erneuerung einer Partei, die heute ein wichtiger Teil des politischen Systems in der Bundesrepublik ist. Ja, und in der nachfolgenden Diskussion wollen wir mit Aktivisten der Wendezeit so einen Blick auf 25 Jahre zurückwerfen. Ich hoffe sehr, dass wir dabei nicht stehen bleiben, also auf den Blick 25 Jahre zurück, so ein bisschen nostalgisch oder so. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei der Michael-Schumann-Stiftung und bei dem Vorsitzenden der Michael-Schumann-Stiftung, Heinz Vietze, für die Idee, für das Suchen nach Partnern, die gemeinsam diese Idee umsetzen, und dafür, dass ihr das auch organisatorisch alles mit begleitet habt. Heinz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und ich übergebe jetzt an Detlef Nackert. Detlef Nackert ist Vorstandsmitglied seit wenigen Tagen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ansonsten lange natürlich in der Brandenburger Landesstiftung vertreten, und Gerd Rüdiger-Stefan. Er ist Leiter der bundesweiten Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ein Wort sei mir jetzt noch gestattet als die einzige Frau hier oben. Sie sehen alles Männer. Das würde heute nicht mehr passieren. Das ist im Übrigen ein guter Beleg dafür, dass diese Partei sich tatsächlich verändert hat. Aber so war die Zeit damals. Es waren im Wesentlichen Männer, die Geschichte geschrieben haben. Ich finde, das sollten wir für die Zukunft ändern. Danke. Vielen Dank, Dagmar Enkelmann, für die einleitenden Worte. Detlef und ich sind ja jetzt bereits vorgestellt worden. Wir werden versuchen, durch die Diskussion zu führen. Ein bisschen fühle ich mich erinnert hier an einige Talkrunden im Fernsehen. Wir haben das jetzt noch nie so gemacht, aber wir hoffen, dass das trotzdem auch auf Stiftungsebene klappt. Wir sind da ganz zuversichtlich. Wir haben uns jetzt vorgenommen, erstmal die Protagonisten des heutigen Abends kurz vorzustellen und dann auch gleich in medias res zu gehen und die Diskussion zu eröffnen. Ich wollte noch zuvor sagen, wir haben hier zweimal fast, also anderthalbmal, so ein paar Fernsehschnipsel durchlaufen lassen, die also die Nachrichtenlage zur Zeit der Session des Sonderparteitags irgendwie herausarbeiten, kennzeichnen. 2700 Delegierte, 2714 Delegierte, um konkret zu sein, saßen damals zusammen. Sie waren relativ aufgeregt, wie man auch gesehen hat. Wir werden natürlich nicht nur um den Sonderparteitag hier uns unterhalten, aber natürlich ist das schon der Punkt, an dem man das auch festmachen kann. Ich will auch gleich sagen, dass wir ja morgen fortsetzen mit drei Diskussionsrunden, die dann insbesondere zur inhaltlichen Anlage des Sonderparteitages und zu einigen Aspekten, die die Delegierten betreffen und auch die Medienauswertung betreffen, jeweils sehr ausführlich diskutieren werden. Das wird also morgen sein. Heute beginnen wir also mit einer generellen Bewertung der Lage. Wir haben dazu immerhin 6 Gäste eingeladen. Ich möchte zuerst vorstellen Igor Fjodorowitsch Maximitschew aus Moskau. Ein ausgesprochener Experte in diesen Dingen, geboren 1932 und dann nach einem Studium der internationalen Beziehungen schon 1956 für 2 Jahre in Leipzig am Konsulat tätig, hier also in der damaligen DDR. Er war danach umgehend auch auf der anderen Seite, und zwar von 58 bis 60 an der Botschaft der UdSSR in Bonn.
Dann folgten weitere Stationen im Außenministerium in Paris. Dann nochmals Kulturattaché an der Botschaft der UdSSR in Bonn. Und dann über das Außenministerium ab 87 Gesandter in Berlin. Dies bis 1992. Er ist schon in gewisser Weise berühmt. Schon dadurch, dass er in einem sehr dramatischen Fernsehspiel, welches ich glaube vor 10 oder 15 Jahren gesendet worden, das an das Jubiläum kann ich mich jetzt gar nicht genau erinnern, von Sir Peter Ustinov verkörpert wurde, in seiner Rolle in der Botschaft in Moskau in jenen Nächten, als die Mauer fiel. In Berlin, genau, Entschuldigung. Und er ist dann seit 1993, das ist auch schon eine ganz beachtliche Zeit, tätig am Europa-Institut der Akademie der Wissenschaften Russlands und war auch in den vergangenen Jahren sehr häufig zu Gast in Deutschland. Herzlich willkommen. Ja. Ja, ich setze fort. Ist das an? Ja, gut. Ich setze fort, Gregor Gysi vorzustellen. Das ist eigentlich fast überflüssig. Eins habe ich allerdings bei der Recherche gelernt. Gregor Florian Gysi ist der vollständige Name. Ist das richtig? Ist das richtig? Ich leugne es, aber es steht in meinem Ausweis. Ach so, okay, also gut. Wir bleiben bei der üblichen Variante. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag in zahlreichen politischen Funktionen, seit 1989 tätig, ist auf dem Sonderparteitag oder außerordentlichen Parteitag, je nachdem wie man will, zum Parteivorsitzenden gewählt worden, hat das bis 1993 gemacht, hat in der Volkskammer am 18. März 90 gewählten Volkskammer die Funktion des Fraktionsvorsitzenden der damaligen PDS bereits inne gehabt, dann Vorsitzender der Bundestagsgruppe, das viele Jahre der PDS, Wirtschaftssenator in Berlin für, wenn ich richtig erzählt habe, 6 Monate. Erstens war ich Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Und zweitens war ich nicht 6 Monate tätig, sondern 6 Monate und 1 Woche. Ihr habt nicht das Recht, immer diese Woche zu streichen. Nein, schönen Dank für die Präzisierung. Aber ich kann mich erinnern, damals spielte das eine große Rolle, dass Gysi auch Senator für Frauen war. Wollen wir heute nicht weiter thematisieren, gerade in dieser Männerrunde nicht. Aber das hatte schon was. Damals, also wie ich fand. Gut, danach in weiteren Funktionen innerhalb der Bundestagsfraktion in der Regel tätig vor als Vorsitzender und natürlich aktiv beteiligt in dem Prozess, der dann aus der PDS über die Linkspartei PDS und die WASG zur Partei Die Linke führte. Wandlungsprozess auch innerhalb dieser Partei, der ja als abgeschlossen kann der mit Sicherheit nicht betrachtet werden. Das ist zwar heute nicht unser Thema, aber vielleicht kommen wir auch hier in dieser Gesprächsrunde nochmal darauf. Herzlich willkommen, Gregor Gysi. Wir begrüßen weiterhin Bernd Rixinger. Bernd Rixinger hat eine eigene Sicht natürlich auch auf die Dinge in diesen Tagen im Herbst 1989, weil er da noch nicht in der Politik so war, wie er das heute ist. Dennoch sind das vielleicht auch ganz interessante Aspekte. Bernd Rixinger ist Jahrgang 1955, er ist Bankkaufmann und hat in jenen Jahren von 1980 bis 1990 war er Betriebsrat an der Leonberger Bausparkasse. Und ein Jahr später, seit 1991, ist er also Gewerkschaftssekretär. Er war sehr aktiv in dem Vereinigungsprozess von WASG und PDS in Baden-Württemberg, dort in zahlreichen Funktionen tätig, dann auch Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstands der Partei WASG in Baden-Württemberg, gleichzeitig im geschäftsführenden Landesvorstand der Partei Die Linke, glaube ich, und ist da seit Mai 2012 Co-Vorsitzender
der Partei Die Linke. Wir begrüßen Bernd Rixinger. Peter Michael Diestel, Dr. Peter Michael Diestel, Jahrgang 1952 in Prora geboren. Von Beruf, Berufsausbildung mit Abitur 72 abgeschlossen, dann als Schwimmlehrer, Bademeister und Rinderzüchter tätig, steht bei Wikipedia. Und da fällt mir eine Geschichte ein, die schon einige Jahre zurücklegt, als Gregor Gysi bei Elke Heidenreich in einer Talkshow saß und da wurde er gefragt: Sagen Sie mal, Herr Gysi, ich hatte jetzt neulich den Herrn Diestel zu Besuch und der ist Rinderzüchter. Nun lese ich, Sie haben auch die gleiche Ausbildung Rinderzüchter gemacht. Und Gysi hat dann erwähnt, na, wussten Sie nicht, in der DDR war jeder Rinderzüchter. Und das fiel mir da bei dem Lesen hier der Wikipedia-Biografie gerade wieder ein. Schumann auch, ja klar. Ja, das ist ja der Jahrgang gewesen, der damals das Abitur machte auf der erweiterten Oberschule und dazu, genau, ne, also ich gehöre auch zu der Generation, ich, nur mit dem Unterschied, dass ich Betriebs- und Verkehrseisenbahner war und nicht Rinderzüchter. Aber mich hat Frau Heidenreich auch nicht gefragt. Gut, 1986 promoviert mit einer Dissertation über LPG-Recht an der Uni in Leipzig, an der Karl-Marx-Universität. Dann im Jahre 1989 Mitbegründer der Christlich-Sozialen Partei Deutschlands und später dann der Deutschen Sozialen Union, DSU, deren Generalsekretär er gewesen ist, für ein paar Monate, ich will jetzt nicht auf die Wochen noch eingehen, aber ein paar Monate war das, ja, bis Juni heißt es hier, später Abgeordneter der Volkskammer und von April bis Oktober stellvertretender Ministerpräsident, also es ist viel wichtiger, und vor allem Minister des Innern der DDR, später dann in den Brandenburger Landtag gewählt als Fraktionsvorsitzender der CDU, der er dann angehörte. Derjenige, der als Spitzenkandidat der CDU in Brandenburg das beste Ergebnis dieser Partei erreicht hatte, später ging es bergab mit der CDU, ist das richtig? Überall, wo ich bin, nach mir geht es bergab. Das ist beim Fußball so gewesen, das ist überall. Zum Fußball wollte ich auch noch einen Satz sagen, Vorsitzender von Hansa Rostock natürlich, und da war der FC Hansa Rostock noch Bundesligist. Okay, jetzt ist Peter Michael Diestel als Rechtsanwalt tätig, ganz erfolgreich, wie man hört und liest, und wird aber auch vor allem seine Erinnerungen an die Wendezeit hier darlegen. Recht herzlich willkommen, Peter Michael Diestel. Ich schließe gleich daran an, Steffen Reiche ist Potsdamer, jedenfalls geboren in Potsdam, jetzt in Berlin tätig, als Pfarrer einer evangelischen Kirchengemeinde. Er zählt zu der Gründergeneration oder besser gesagt zu der Gründergruppierung der SDP mit der Mitgliedsnummer 007, wie interessanterweise die Märkische Allgemeine neulich mal etwas suffisant mitteilte. Wir werden nachher mal vielleicht hören, wie diese Gruppe, wie sie die Nummerierung zustande gekommen ist. Steffen Reiche, da frage ich nachher noch, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber Steffen Reiche war auch in der Zeit nach der Konstituierung der SDP, Sozialdemokratische Partei SDP, unmittelbar danach in Bonn und hatte Gelegenheit, das war eine Privatreise, eine Familienreise, Gelegenheit mit Vertretern des Parteivorstandes der SPD zu reden im Erich-Ollenhauer-Haus. Und es wäre ganz interessant, dann auch mal zu hören, wie sozusagen man dort damals diese Parteigründung, die ja eine oppositionelle Gründung gegenüber der sozusagen im Tiefflug befindlichen SED gewesen ist, wahrgenommen. Also Steffen Reiche hat zahlreiche Funktionen in der brandenburgischen Sozialdemokratie gehabt. Der war Landesvorsitzender eine ganze Zeit. Hatte zwei Ministerposten, Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur von 94 bis 99. Er war dann Minister für Bildung, Jugend und Sport in der nächsten Wahlperiode, dann Abgeordneter des Deutschen Bundestages, direkt gewählt in Cottbus. Ja, stimmt das? Ja, direkt gewählt in Cottbus und ist jetzt wieder als Pfarrer in einer evangelischen Kirchengemeinde
tätig. Studiert hat er unter anderem am evangelischen Sprachenkonvent in Berlin in der Borsigstraße. Ich habe da gegenüber gewohnt, da fand das immer eine interessante, exotische Einrichtung. So richtig wusste ich immer nicht, was da eigentlich gelehrt wird. Nun gut, ja. Ja, habe ich nicht gemacht. Also, damals. Ich studierte damals an der Humboldt-Uni. Da war Giese schon weg, der hat, ist 70 fertig geworden und da fing ich dann gerade mit dem Studium an. Ja, herzlich willkommen, Steffen Reiche. Ja, but last but not least, Roland Wötzel, ein weiterer Rechtsanwalt, gelernter Diplomökonom und Diplomjurist, dann in der Plankommission in Leipzig tätig, im Rat des Bezirkes. Dann in der SED-Bezirksleitung in Leipzig, wurde erster Sekretär der Kreisleitung Leipzig-Stadt, dann 84 Sekretär für Wissenschaft und Erziehung der SED-Bezirksleitung Leipzig, dann in einer sehr herausgehobenen Rolle. Am 9. Oktober 1989 war Roland Wötzel der Initiator des Aufrufs der Sechs, mit dem der friedliche Ablauf der Demonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig gesichert werden konnte. Das war ja auch ein Jubiläum, was in diesem Jahr umfangreich eigentlich begangen wurde. Die Leipziger Sechs waren fast wieder zusammen am Vortag, glaube ich. Und wir haben dort eine sehr interessante Veranstaltung in Leipzig erlebt. In der Folge dann im November 1989 erster Sekretär der Bezirksleitung als Nachfolger von Horst Schumann, im Prinzip von Helmut Hackenberg. Und nach dem Jahreswechsel und der Transformation in die SED-PDS dann zurückgekehrt in den angestammten Beruf und bis heute auch schon eine sehr lange Zeit als Rechtsanwalt in Leipzig tätig. Ja, also zum Schluss auch herzlich willkommen für Roland Wötzel. Wir hatten uns vorgenommen, doch mit unserem russischen Gast zu beginnen. Und zwar auch deshalb, weil zwei Termini für den Ablauf der Wendeereignisse bis hin zum Sonderparteitag im Herbst 1989 eine zentrale Bedeutung hatten. Diese Worte waren Glasnost und Perestroika. Es wird also niemanden sonderlich überraschen, dass ich Igor Maximitschew gern fragen würde, wie das Verhältnis der SED zu Perestroika von Seiten der KPdSU und der sowjetischen Botschaft in Berlin eingeschätzt wurde, beziehungsweise wie man sozusagen diese Entwicklung, die dann in diesen turbulenten Herbst 1989 führte, aus dem Blickwinkel der Sowjetunion, der KPdSU und des Außenministeriums gesehen hat. Sie haben recht, dass Sie ein bisschen eingeengt haben. Ich kann einigermaßen für das Außenministerium sprechen, aber nicht für die KPdSU oder für die Sowjetunion. Das, was damals hier geschah, wurde natürlich begrüßt. Wurde begrüßt, weil wir schon sehr lange darauf gewartet haben, dass die Genossen in der DDR darauf reagieren, was in der Sowjetunion passiert. Das heißt, wir waren sehr enttäuscht, dass die Führung der Republik und der Partei die Position vertrat, die von Kurt Hager einmal formuliert worden war. Wir müssen nicht die Tapeten wechseln, wenn der Nachbar diese Tapeten wechselt. Perestroika war ein bisschen mehr als Tapetenwechsel. Und eben dadurch, dass die Perestroika in der DDR nicht geschah, oder geschah aber mit großer Verspätung, ist ziemlich viel
zu erklären, zu sehen, was danach passiert worden ist. Das eigentlich hätte ich auf diese direkte und konkrete Frage antworten können. Aber wenn Sie mir gestatten, möchte ich auch von mir aus ein Thema vorschlagen, wenn es geht. Geht es? Es ist durchaus verständlich, dass das Jubiläum des Gründungsparteitages der PDS mit der Gesamterinnerung an die Deutsche Demokratische Republik verbunden ist. Denn in den Augen von vielen stellen die Linken eine Art Verkörperung eines wesentlichen Teiles der Geschichte der DDR dar. Ein realistischer Blick nach vorne setzt natürlicherweise eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart vor. Umso mehr, dass sowohl Vergangenheit als auch Gegenwart reichlich Anlass bieten, kritisch analysiert zu werden. Dennoch wäre zu vermeiden, dass diese Kritik pauschal ausfällt, zum totalen Negieren des Dagewesenen führt. Der Stalinismus als politisches System ist zweifellos abzulehnen und auszumerzen. Es gab und gibt aber Inhalte in der DDR-Geschichte, die aufrichtigen Respekt und Verehrung verdienen. Es ist zur Staatsdoktrin des heutigen einigen Deutschland geworden, die DDR nicht als eine von beiden Quellen seines Entstehens, sondern als einen besiegten Gegner zu behandeln. Eine solche Einstellung führt dazu, dass zahlreiche beachtenswert positive Merkmale der DDR der Vergessenheit anheimfallen oder verfecht wurden. Dass ihr eigenes musterhaftes soziales System, ihre konsequente Familienfürsorge, unentgeltliche Wohnungszuweisung, glänzendes Bildungswesen, Vollbeschäftigung der Bevölkerung, um nur Stichpunkte zu nennen, bleiben bis heute einsame Spitze. Dies alles wird durch das Stasi-Schreckgespenst ad absurdum geführt, obwohl Edward Snowden bereits der Welt vor Augen führte, dass die Praktiken der Geheimdienste der führenden Länder der westlichen Demokratie, die wie bekannt die beste unter der Sonne sein darf, die Stasi-Sünden weit hinter sich gelassen haben. Wer aber wagt schon, die USA deswegen zu schelten? Wie jedes Menschenwerk hatte die DDR ihre Schattenseiten. Sie wurde jedoch oft durch die Lichtseiten ausgewogen. Die DDR war und bleibt der einzige Staat in der deutschen Geschichte, der von Grund auf antifaschistisch war. Die Entnazifizierung in Ostdeutschland war folgerichtig und hart verlaufen. 40 Jahre des Bestehens der Republik lang hatten hier die Neonazis keine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Heute, wo überall in Europa die faschistische Hydra ihre Köpfe wieder erhebt, ist dieses historische Verdienst der DDR besonders sympathisch. Die DDR steht einsam in der deutschen Geschichte als ein Staat der umfassenden und widerspruchsfreien Friedenspolitik. Kein einziges Mal hat die DDR an einer kriegerischen Auseinandersetzung
wo auch immer, teilgenommen. Kein einziges Mal haben die Soldaten der Nationalen Volksarmee die Grenzen der DDR überschritten. Dass alle 40 Jahre ihres Bestehens kein Krieg in Europa stattfand, ist der DDR mit zu verdanken. Wer weiß, wie die europäische Nachkriegsgeschichte ausgesehen hätte, wäre die DDR nicht da gewesen. Denn auch die Bundesrepublik musste sich damals Zurückhaltung auferlegen. Die völkerrechtswidrige NATO-Angriff auf Jugoslawien unter Beteiligung der deutschen Luftwaffe 1999 geschah bereits, als die DDR nicht mehr existierte. Die antirussische Hetze war niemals so intensiv wie heute. Als einer, der sein ganzes Leben der freundschaftlichen Beziehung zwischen den Deutschen und den Russen gewidmet hat, empfinde ich als einen persönlichen Verlust ohnegleichen, dass auch dieses Erbe der DDR dabei ist, zu verschwinden. Ein Verlust, es war eine gigantische gemeinsame Leistung unserer Völker, dass es verhältnismäßig bald nach 1945 gelang, die unheimliche Hinterlassenschaft der barbarischen Aggressionskrieges des Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion zu überwinden. Es waren zuerst die Ostdeutschen, die Bürger der DDR, die von den Russen als ihre Freunde konnten empfunden werden. An die 10 Millionen Sowjetbürger in Uniform, die in den Nachkriegsjahren ihren Militärdienst in der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland verrichtet haben, brachten Gefühle der Sympathie und Freundschaft zu den Deutschen mit nach Hause. Und die sowjetischen Militärkommandanten in den kriegszerstörten ostdeutschen Städten und Gemeinden machten sich um die Wiederherstellung des normalen Lebens für ihre Einwohner verdient. Es genügt nur an General Nikolai Bersarin, den ersten Stadtkommandanten von Berlin, zu erinnern, dessen Namen die Berliner bis heute verehren. Und zwar als Ehrenbürger der Stadt, und es gab eine schwere Diskussion. Ich würde mal vorschlagen, dass wir das jetzt erstmal so stehen lassen und weiter in die Diskussion kommen. Ich will vielleicht auch mal gleich einen Werbeblock einfließen lassen. Wir haben ja vor ein paar Jahren, vor 15 Jahren genau diesen Band herausgegeben, Gertrud Stephan, Lothar Hornbogen und ich. Das ist der Protokollband des Sonderparteitages. Schwierige Aktion, will ich gar nicht mehr erzählen, wie das gelaufen ist, aber jedenfalls der liegt vor. Wer sich also mit diesen Ereignissen und den Debatten da beschäftigt, kann das da gern nachlesen. Dietz Verlag, 1999 erschienen. Um auf die Vorbereitung dieses Parteitags zu kommen, will ich Gregor Gysi fragen. Es hat ja am 3. Dezember diesen kollektiven Rücktritt von Politbüro und Zentralkomitee gegeben, und es hat dann die Bildung eines Arbeitsausschusses gegeben. In diesem Arbeitsausschuss waren etwa 25 Personen vertreten, und der hat faktisch die einzige Aufgabe gehabt, nämlich die Vorbereitung dieses Sonderparteitages oder außerordentlicher Parteitage. Wie erinnern Sie sich an diese komplizierte Zeit? Brigitte Zimmermann hat an einer Stelle mal geschrieben, das war eine Zeit der höchsten Überforderung, die man sich vorstellen kann. Man kann sich das gut vorstellen, dass es so gewesen ist, diese Mammutaufgabe zu bewältigen. Wie war diese Situation und vor allem, wie ist dieses Gremium zustande gekommen? Wie sind die Leute, die dort mitgewirkt haben, in dieses Gremium gekommen? Das Letztere weiß ich bis heute nicht. Was ich weiß, ist, dass die Bevölkerung der DDR überhaupt mit Beginn der Perestroika immer politischer wurde. Und zwar wurden wir deshalb immer politischer, weil wir plötzlich das Gefühl hatten, die Sowjetunion im Falle einer Kritik nicht gegen uns zu haben, sondern
an unserer Seite zu haben und es zunehmend nur mit der SED-Führung zu tun zu bekommen. Und den Kampf trauten sich die Bürgerinnen und Bürger der DDR eher zu als den Kampf gegen Moskau. Das erinnerte mich wieder an Rudolf Barrow, weil der in seiner Alternative geschrieben hatte, die Reform in der CSSR 68, die konnte man noch militärisch, da waren wir übrigens in einem anderen Land, die konnte man noch militärisch niederschlagen, aber woher sollen die Panzer kommen, wenn die Reform in Moskau beginnt? Das war für mich übrigens auch eine gute Ausrede, mich zurückzuhalten, weil ich sagte, ich muss ja erst auf die Reform in Moskau warten. Aber dann kam sie und dann stellte sich die SED-Führung wirklich dagegen. Und nicht nur mit dem Vergleich mit dem von Kurt Hager, aber auch in anderer Hinsicht. Und so wurde auch ich immer politischer. Kurzum, ich will nur sagen, für mich begann es dann damit, dass ich eingeladen wurde von Walfriede Schmidt und Johanna Schall in das Deutsche Theater und dass sie mich fragten, ob ich da bereit bin, juristische Fragen zu beantworten. Und ich dachte, da sitzen so 10 Leute oben und wenn mal eine juristische Frage kommt, sage ich was. Stattdessen stand ich ganz alleine da oben. Das Theater war voll und ich redete und redete. Und dann sagte ich, das Einzige, was ich nicht verstehe, alle diese Demonstrationen, die stattfinden, sind natürlich formalrechtlich illegal. Warum man nicht mal eine legale Kundgebung versucht? Man kann ja immer noch eine illegale machen, wenn sie nicht genehmigt wird. Man kann es doch mal versuchen. Und daraufhin kamen die wieder zu mir und sagten, jetzt hast du uns einen Floh ins Ohr gesetzt, wie macht man denn eine legale Kundgebung? Na, dann haben wir nachgeguckt, beim Präsidium der Volkspolizei musste man die anmelden, ist dann geschehen und so kam die Kundgebung vom 4. November zustande. Und dass ich dort sprechen durfte, hing nur damit zusammen, dass ich als Erster sozusagen diese Idee im Deutschen Theater entwickelt hatte. So, und von da aus ging dann meine Entwicklung weiter, Reisegesetz und so weiter. Und dann passierte Folgendes, an diesem Tag, ich war das erste Mal scharf darauf, Delegierter eines Parteitages zu werden, nämlich von dem Außerordentlichen. Ich war ja vorher noch nie Delegierter eines Parteitages. Und da saß ich in Mitte. Und da war die Delegiertenkonferenz der SED Berlin Mitte. Und plötzlich kam jemand mit einem Zettel und sagte, du sollst sofort ins ZK kommen. Und dann dachte ich, dann kann ich ja hier nicht kandidieren. Dann bin ich nach vorne gegangen, habe gesagt, möchte kandidieren, aber ich soll doch ins ZK kommen, weiß nicht, was ich machen soll. Und dann sagten die, okay, wir werden dich dann vorschlagen. Und ich bin ja dann auch gewählt worden. Auf jeden Fall bin ich dann hin und dachte, dass sie mich kritisieren wollen aufgrund meiner Äußerung und hatte meine ganze Verteidigungsrede schon vorbereitet, was ich ihnen sage. Kam an, aber es war keine Verteidigungsrede erforderlich. Mir wurde gesagt, ich soll in Stockwerk X gehen, da tagt ein Komitee zur Vorbereitung des außerordentlichen Parteitages der SED, das gesamte Zentralkomitee sei zurückgetreten, was ich überhaupt nicht wusste. Das habe ich dann erfahren. Und die haben mich ausgewählt wegen meiner Rede auf dem Alexanderplatz. Aber ich kannte kein einziges Mitglied dieses Komitees. Kein einziges. Was? Nee. Heinz Vietze habe ich kennengelernt in dieser Zeit, vorher bin ich ihm nie gewesen. Lothar Bisky bin ich nie begegnet, der war allerdings auch am 4. November dabei, aber da haben wir gar nicht miteinander gesprochen. Markus Wolf kannte ich wie alle anderen, aber nur aus der Ferne und habe ihn das erste Mal gesehen am 4. November bei der Kundgebung. Also die waren mir alle völlig unbekannt, aber die wussten ja, wer ich bin. Und dann sagten sie, ob ich bereit bin, die Kommission gegen Korruption und Amtsmissbrauch oder zur Untersuchung von Korruption und Amtsmissbrauch zu leiten. Und das werde ich nicht vergessen, dann höre ich auch auf, dass ich sagte, habe ich noch nie gemacht. Dann sagten die, naja, kannst du doch. Sagte ich, na gut, mache ich. Und dann gingen alle, wie wir Deutschen sind. Wenn Feierabend ist, ist Feierabend. Und ich stand völlig alleine in diesem ZK-Gebäude, zusammen mit Herrn Edwin Schwertner. Das war der Leiter des Büros des Politbüros. In dem habe ich mich dann verliebt, weil wir beide den Gang lang gingen. Und ich sagte, was mache ich denn jetzt hier als Kommission? Die Kommission war ja nur ich. Und dann sagte er, na, was hältst du denn davon, dass wir die Politbürozimmer versiegeln und abschließen? Sag ich, das ist schon mal eine sehr gute Idee. Das haben wir dann auch gemacht.
Ich meine, es war alles so, die, wirklich, dann bin ich auf die Idee gekommen, die Finanzabteilung abzuschließen, damit da keine Dokumente rausgehen. Ich bin natürlich nicht darauf gekommen, dass die ganzen Devisenkisten nicht in der Finanzabteilung lagen, sondern in der Abteilung für Verkehrspolitik. Darauf kommt man noch nicht. Ich dachte, das ist Reichsbahn und so. Aber unter Verkehr verstanden die verschiedene Verkehre, also auch den des Geldes. Und deshalb habe ich das natürlich nicht versiegelt, aber das andere. Na, so war das Ganze. Wir lebten praktisch von der Hand im Mund und dann haben wir uns über Termine entschieden und dann haben wir immer beraten und also ich war sowas von aktiv. Eine Sache später, als dann die Frage stand, wer Parteivorsitzender werden soll, wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, ob ich dann so geantwortet hätte, wie ich geantwortet habe, da mache ich mal ein großes Fragezeichen. Aber auf jeden Fall habe ich ja dann so geantwortet. Gerd wird gleich weiterfragen, aber zu der Frage, was hätte ich gemacht, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zugeht, da kommen wir nachher nochmal zurück. Ich will das nur aufnehmen, weil wir noch jemand haben, der im Arbeitsausschuss war und der wahrscheinlich eine etwas andere Sicht der Dinge hatte, weil er zum Beispiel nicht aus Berlin kam und weil die Situation in der DDR damals schon asynchron verlief. Also so wie die Dinge in Berlin liefen, so liefen sie in Berlin und in Leipzig und in Dresden schon mal nicht. Deshalb hätte ich gerne Roland Wötzel gebeten, mal diese etwas divergierende vielleicht Sicht und auch die Hintergründe noch zu nennen. Die Zeit der Vorbereitung des Sonderparteitages war eine Zeit, an die ich mich erinnere, dass ich körperlich und geistig so belastet war, dass man teilweise keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte und ich froh war, wenn ich mit dem Auto saß und von Berlin nach Leipzig gefahren bin. Wir hatten in Leipzig ja eine etwas andere Situation. Wir hatten durch den Aufruf versprochen, Dialoge zu führen. Und die Dialoge liefen ja jeden Sonnabend zu immer anderen Problemen, zu Energie, zur Umwelt, zu staatlicher Entwicklung, zu gesellschaftlicher Entwicklung. Es gab übrigens ein großes Forum mit über 1000 Beteiligten, Schluss mit dem Stalinismus, mit einer hervorragenden Diskussion. Aber die Bezirksleitung wollte es ja auch noch geführt werden. Also man hatte auf 3 Hochzeiten zu tanzen. Und in dieser Zeit, kann da anknüpfen, was Gregor hier gesagt hat, war dieser Arbeitsausschuss, der relativ spontan aus Sekretären der Bezirksleitungen gebildet worden ist, in der komplizierten Lage, wie kommen wir denn in dieser Frage der Korruption einen Schritt weiter, der immer größere Diskussionen einnahm. Und ich weiß nicht, wer den Vorschlag gemacht hat, da hat einer gesagt, da hat doch einer, ein Anwalt gesprochen, ein Genosse Anwalt zu der Konferenz und den müssen wir doch holen, der kann doch was durchsetzen. Ja, und da fiel der Name Gysi. Seinen Vater kannte ich gut, ihn kannte ich noch nicht. Und da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Und ich will die ganze Geschichte nicht weitermachen. Es ist genauso, wie er gesagt hat, die ganze Kommission war er, die sich dann mit Korruptionsfragen befassen musste. Aber eins hat mich, das ist so ein Sternstundensinn, dass die man fürs Leben mitnimmt, wo ich beeindruckt war und wo ich gedacht habe dann später, als Anwalt möchtest du nie so richtig begegnen in einer schwierigen Situation, dass er auf der Gegenseite ist. Wie der in der kurzen Zeit das Referat zusammengebracht hat, das er dort gehalten hat, hat meine höchste Achtung gefunden. Es war eine großartige Leistung unter dieser totalen Anspannung. Gregor, wenn ich es richtig weiß, bist du Nachmittag um 2 wohl heimgegangen und hast dann gesagt, jetzt mache ich gerade das Referat, was ich heute Abend zu halten habe. Also das charakterisiert meiner Meinung nach einigermaßen die Situation. Es war natürlich in dieser Zeit auch noch ein Statut auszuarbeiten, ein Programm zu machen. Hier sehe ich Genossen Klein. Eine schwierige
eine schwierige Situation. Das Vorwärtsschauen in einer Zeit, wo fast alles rückwärts gewandt war, um aufzuräumen, aufzuarbeiten, nach vorwärts zu schauen und zu regeln, was muss eigentlich den Mitgliedern gesagt werden. Und die Situation war ja auch insofern demoralisierend, wenn ich zu meinem Fenster in Leipzig hinausgeguckt habe, habe ich sehr oft den Chef der Parteikontrollkommission mit so einem kleinen Wagen gesehen. Und da drin lagen so ein Kastenwagen, nicht, wo die kleinen Kinder oft drin sitzen. Und da drin lagen die Dokumente, die der über den Hof gefahren hat, um sie dann hinten in so einen großen Container zu werfen. Da hat man gemerkt, wie die Partei plötzlich zusammenschmolz, wie wir Mitglieder verloren haben. Und das hat moralisch natürlich auch ungeheuer gedrückt und hat einen moralisch ungeheuren Anspruch genommen. Ich wollte das nur mal als eine Situation, die vielleicht nicht so sehr auf Arbeitsergebnisse in dieser Kommission abgestellt hat, sondern mehr auf die Atmosphäre, die uns betroffen hat. Und jedes Mal, wenn man von Berlin zurückkam, gab es ja im Bezirk neue Situationen und neue Dinge, auf die man sofort reagieren muss. Das vielleicht mal so weit als Illustration. Schönen Dank. Interessant, Roland Wetzel sagt, Gysi, dem würde er als Anwalt nicht unbedingt gegenüberstehen wollen. Es gibt noch einen dritten Anwalt hier in dieser Runde, Peter Michael Diesel, der von sich selbst mal gesagt hat, auf die Frage, ob er denn ein guter Jurist sei, sagt er, weiß er nicht, aber er weiß, dass er ein guter Anwalt ist. Und das haben ja nun ganze Heerscharen von Mandanten wohl auch erleben können in der Art und Weise der Vertretung. Aber darüber wollen wir jetzt mal gar nicht reden, sondern über die Wahrnehmung, die Außenwahrnehmung eines Prozesses im Herbst 1989 von jemandem, der an einem landwirtschaftlichen Unternehmen als Unternehmer ist vielleicht nicht das richtige Wort für das, was in der DDR existierte, als Justiziar tätig war. Und wie haben Sie denn diese Wendezeit persönlich und vor allem politisch in der politischen Wahrnehmung erlebt und wie haben Sie vor allem diesen Zerfallsprozess der SED und der Suche nach etwas Neuem, ja, schwierigen Suche, wie Roland Wetzel gerade sagte, wahrgenommen. Haben Sie es so verstanden, dass daraus was werden könnte? Oder haben Sie gesagt, das geht hier sowieso den Bach unter? Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, ob das Ding an ist. Es ist an, ja. Sich Regen bringt Segen, das gilt auch für kommunistische oder sozialistische Anwälte. Und ich habe das große Glück, mit Roland Wetzel 20 Jahre eng zusammenzuarbeiten. Gregor, wir haben uns, glaube ich, in den wilden November- oder Dezembertagen irgendwie in diesen Veranstaltungen kennengelernt. Steffen Reiche war einer von den Pfaffen, über die ich furchtbar geschimpft habe. Heute, Steffen, schlägt mein Herz höher und ich freue mich, wenn ich dich sehe. Ehrlich, ganz ehrlich. Und man wird älter, klüger, nimmt etwas zu, meine Damen und Herren. Und ich bin damals doch etwas erschrocken, als ich diese ganzen sympathischen Typen kennengelernt habe. Michael Schumann war noch relativ zurückhaltend, wurde mir bekannt durch seine Rede. Und dann habe ich mir gedacht, warum haben die diese gigantische Chance verspielt? Und genau in dem Zeitraum, Gregor, von dem du eben gesprochen hast, als du diese Rede und so weiter gehalten hast, da habe ich Steffen, Markus Meckel, Ibrahim Böhme und den kleinen Schnur, wo ich dann später die Kanzlei abgewickelt habe, kennengelernt und habe mir gesagt, die haben einen riesigen Vorsprung, weil das sind tolle Typen, Politik erfahren. Du musst jetzt mit deinem konservativen Ideen und Vorstellungen Wahlkampf machen. Und dann bin ich genau in dem Zeitraum, Gregor, November, Dezember, haben wir uns aus dem zentralen Runden Tisch ausgeklinkt und haben dann auf die sehr frühe Wahl am 18. März 1990 hingearbeitet. Ich bin dankbar, dass die Michael-Schumann-Stiftung mich eingeladen hat. Ich bin sehr stolz, dass ich hier eingeladen wurde, weil dieser Mann, meine Damen und Herren, ist ein Held. Das ist ein ich habe fantastische Erinnerungen an ihn und Sie brauchen ihn. Sie ganz besonders in dieser Partei, der ich nicht angehöre. Sie wissen, dass ich als Christdemokrat hier zwar ein seltener Pilz bin, aber Michael Schumann würde mir jetzt auch erklären, meine Damen und Herren, war das ein Unrechtsstaat, aus dem wir kommen? Und wann, wie viel Unrecht, warum Unrecht
oder ist das alles relativ und so weiter. Ich will aber die Diskussion nicht versauern. Ich will nur sagen, das, was die südostdeutschen Genossen von Ihnen erzählen, das verstehe ich nicht. Ich muss ja auch nicht alles verstehen, weil ich als Anwalt andere Aufgaben habe. Ich bin sehr froh, dass ich mit diesen Menschen zusammengekommen bin. Maxi Mitschew, Genosse Maxi Mitschew, Sie wissen vielleicht noch, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Können Sie sich erinnern? Wir haben einen Vertrag gemacht, wissen Sie noch welchen? Den letzten Vertrag zwischen der DDR und der UdSSR über die Rückführung der Geheimdiensttechnik aus den Botschaften. Wir beide haben den unterschrieben und ein Mitarbeiter von Ihnen, Toropow, widersprechen Sie nicht, Herr Maximitschew, ich habe es geprüft, es ist völkerrechtlich, strafrechtlich, verwaltungsrechtlich verjährt, kann nichts mehr passieren. Aber meine Damen und Herren, wir hatten diese eigentümlichen WG-Anlagen, wo die Gespräche verzerrt wurden, die waren wirklich abhörsicher. Und dazu brauchte man dann auch am Anfang und am Ende Technik. Und wir beide haben dann das unterschrieben. Ich wusste nicht, was ich unterschreiben soll. Und dann wurde mir gesagt, ich bin ja ein Bürgerlicher, Herr Maximitsch, ich komme von der anderen Ecke. Dann wurde mir gesagt, irgendwo in Suhl sind zwei solche Geräte schon dem Bundesnachrichtendienst von irgendwelchen Übereifrigen oder Verrätern, ich weiß nicht, wie man die heute nennt, übergeben worden. Also konnte ich getrost unterschreiben. Und der Frieden war auch auf diesem geheimdienstlichen Gebiet gewahrt. Aber es war die letzte Unterschrift und Toropow, der Ihnen noch bekannt ist, hat das damals eingefädelt, das musste sein oder auch nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Zeit hat mich natürlich bewegt, die hat mich aus dem Rhythmus rausgeworfen, ich bin von meinen LBGen entfernt worden. Ich habe als Innenminister und Vizekanzler Gregor in der Zeit, als wir dann enger zusammengearbeitet haben, als du mir in der Besenkammer eine deiner sympathischen Kolleginnen vorgestellt hast und die wir dann in irgendeine Kommission geschickt haben, auf einmal 200 Mark weniger als in der Landwirtschaft. Doch, hast du das vergessen, Gregor? Du warst ja nicht Vizekanzler, du warst Vizeministerpräsident. Das ist doch das Gleiche, Gregor. Gregor, das ist Vizeministerpräsident, genau das Gleiche. Und als du die Barbara Erdmann untergeschoben hast, kannst du dich noch erinnern, Gregor, in irgendeine wichtige Kommission. Jedenfalls, es war eine Art und Weise, Politik zu machen, meine Damen und Herren, die es nie wieder gibt. Die war abenteuerlich, die war sehr direkt. Und es war sehr klug, dass man die Antikorruptions- oder weiß was, wie die Aufgaben hießen, deiner Kommission, Gregor, dass man dir die übertragen hat, weil ich mir ganz sicher bin, dass du die Geldsäcke ordentlich verteilt hast. Und wenn du sie verteilt hast, uns geht es allen gut, wir sind stabil, wir sind sozial dort angekommen, wo wir hin wollten. Ich habe für diesen Zeitraum eigentlich nur angenehme, ich muss sagen, fast sentimentale Erinnerung. Und ich muss einfach sagen, als ich dieses, Heinz, ich bin dankbar erstmal für, dass ich hier reden durfte, als ich dieses Heft gesehen habe, da haben sich natürlich Leute aus einer Partei, die nie meine war, aber die Partei meines Vaters war, zusammengefunden und haben gesagt, wir wollen einen anderen Weg gehen. Und dass du diesen Weg, Heinz, geleitet hast, dass du diese Kommission geführt hast, das macht mich stolz. Denn du hast mir auch einige Male erklärt, wo die Tür ist und wo nur Beton ist. Also der Umstand, meine Damen und Herren, dass wir in dieser Zeit, Steffen, Menschen kennengelernt haben, die uns weitergebracht haben. Also ich zumindest für mich, die mich reich gemacht haben, dass Freundschaften entstanden ist, die dahin führen, die so exorbitanten Aufgaben wie deine, Gregor, mein Trauzeuge zu sein und nette, freundliche Worte mir auf schlimmen Wegen mitzugeben, das ist etwas, was ich nicht vergesse und wofür ich sehr dankbar bin. Ja, schönen Dank. Ich will Steffen Reiche fragen, hat es vorhin bei der Vorstellung ja schon angekündigt, Steffen Reiche gehört zu den Gründern der SDP in Schwante am 7. Oktober 1989. Und bei dieser Gründung stellt sich für diejenigen, die das heute eher wissenschaftlich betrachten, mit dem Rückblick von 25 Jahren immer die Frage, hat sich diese Sozialdemokratische Partei der DDR eigentlich in der Gründung als eine Partei verstanden, die Sozialdemokratie für die DDR als Politik betreiben wollte oder eher den schnellen Weg in die deutsche Einheit suchte? Ich würde gerne noch eine Sache dazu ergänzen. Wenn man in die Zeit zurückgeht, ist die Entscheidung,
die Sozialdemokratische Partei so zu entwickeln, wie sie entwickelt wurde, ja eine umstrittene. Insoweit, dass man ja sich sozusagen ganz konsequent von der SED abgegrenzt hat und von deren Mitgliedern, die, wie wir gerade erfahren haben, also ihre Parteidokumente mit dem Bollerwagen entfernen ließ. Das ist ja in den Jahren danach oft diskutiert worden. Vielleicht kann man das bei der Reflexion der Frage mit einfließen lassen. Na, wir wollten einfach unsere Hand wieder haben. Und deshalb haben wir diese Partei gegründet und haben sie auch ganz bewusst Sozialdemokratische Partei in der DDR genannt. Und das, die Abkürzung eben auch ganz bewusst SDP und nicht SPD gewählt, weil wir allen signalisieren wollten, das ist nicht etwas von außen, sondern das ist etwas von hier Gewachsenes. Wir haben unter dem Druck, der im November dann deutlich wurde, im Januar die Umbenennung beschlossen, weil ja die Gefahr bestand, dass die PDS sich Sozialistische Partei in der DDR nennt, SPD. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen jetzt auch unseren Namen wieder haben und haben dann am 19. Januar im Haus des Lehrers am Alexanderplatz diese Umbenennung beschlossen. Aber es war der Ursprung, am 7. Oktober etwas für die DDR und in der DDR zu machen. Denn diese Partei haben wir auch deswegen begründet, weil deren Nicht-Existenz war die Voraussetzung für die Existenz der DDR. Die anderen Parteien, die hat man sozusagen einfach geschluckt in die Nationale Front und dann angegliedert. Bei der SPD merkte man, das würde nicht gehen. Denn, und das muss man der historischen Redlichkeit wegen immer wieder sagen, das Angebot aus der Situation vor 1933 zu lernen, kam 1945 von der SPD. Da gab es gleich im Mai, Juni das Angebot, lasst uns jetzt endlich diese gemeinsame Partei machen, damit das nie wieder passiert und damit wir das realisieren, was die Genossen beider Parteien sich in den Konzentrationslagern beziehungsweise auch im Strafvollzug in Brandenburg versprochen haben. Die Kommunisten wollten damals noch nicht, sondern sie haben dann erst unter dem Eindruck der ersten Wahlen in Österreich, wo sie nicht so erfolgreich waren, wie sie gehofft und gedacht hatten, sich anders entschieden und dann ging das Ganze mit Druck. Ich hatte zum 7. Oktober 1989 sozusagen 27 Jahre immer beim Geburtstag der DDR mit leeren Händen dagestanden. Und das sollte sich nun am 7. Oktober das erste Mal endlich ändern. Das heißt, da wollte ich ein wirklich großes Geschenk in den Händen haben. Und das war der Grund, weshalb wir die Parteigründung genau auf den 7. Oktober gelegt haben. Wir hätten ja eigentlich deutscher Redlichkeit und Gründlichkeit wegen vielleicht anderthalb Jahre die Parteigründung vorbereiten müssen, haben uns aber ganz bewusst, auch wegen des Diktums von Tucholsky, dass die deutschen Revolutionäre immer erst eine Bahnsteigkarte lösen, ehe sie eine Revolution machen, gesagt, nein, ganz schnell, am 7. Oktober, um ein klares Zeichen zu setzen. Für mich hatte das einen längeren Vorlauf. Der eine war, dass die SED ja einen Dialog begonnen hatte, 87 im Neuen Deutschland, da war ich das erste Mal froh, eins bekommen zu haben, dann auch veröffentlicht, nämlich das gemeinsame Papier von SED und SPD über den Streit der Ideologien. Und ich kann mich an eine Diskussion in dem Haus, wo heute die Hamburgische Landesvertretung drin ist, erinnern, mit Rolf Reißig, wo ich damals gesagt habe, das, was ihr mit einer Partei, für euch ist das ja Ausland, nämlich in der Bundesrepublik, beschlossen habt, nämlich einen fairen Dialog zu führen, das muss doch dann erst recht möglich sein und praktiziert werden innerhalb der DDR. Und insofern gehörte ich zu denen und gehöre auch in der SPD bis heute zu denen, die dieses Papier für vernünftig und sinnvoll halten, weil es sozusagen ein Einstieg in den Dialog war. Das erste Mal, wo ich kandidiert habe bei Wahlen, das war der 5. Mai 1989. Das heißt, ich wollte nur die SED Kreisleitung in beziehungsweise der Rat des Bezirkes in Zossen hat das Ganze dann unterbunden. Ich wollte für
für den Konsum kandidieren. Die Konsumdelegierte war froh, dass sie ihr Mandat endlich abgeben konnte, was sie unter Zwang über viele Jahre hatte wahrnehmen müssen. Aber dann gab es das kategorische Niet, beziehungsweise Nein. Und sie durfte es nicht abgeben, ich durfte es nicht machen. Und habe daraus gelernt, dann müssen wir wenigstens zählen. Und an diesem Abend merkte ich dann, die halten sich leider nicht mal an die eigenen Gesetze. Und das war der Grund, dass wir dann eben alles dafür getan haben, dass das, was von den Bürgerbewegungen auf der Straße formuliert worden ist, in eine Partei einbringen zu können, also eine Partei zu begründen, die das dann auch in einer repräsentativen Demokratie im Parlament hätte umsetzen können. Und wir standen ja noch vor einem viel größeren Dilemma als ihr mit der Demonstration. Eine Demonstration konnte man legal machen. Für eine Parteigründung in der DDR gab es nicht mal irgendein Gesetz. Das heißt, wir konnten das weder legal noch illegal machen, sondern es war schlicht ohne Rechtsgrundlage. Und dass wir dann innerhalb so kurzer Zeit mit solchem Tempo Dinge in Bewegung mitsetzen konnten, hat uns am meisten überrascht. Wir sind am ernsthaftesten genommen worden. Das ist mir aus den Unterlagen dann in schöner Erinnerung, dass wir sozusagen als diejenigen in den Stasi-Unterlagen genannt worden sind, die das konsequenteste oder das die SED in ihrer Existenz am stärksten bedrohende Anliegen formuliert hatten. Und dann eben mit dazu beigetragen haben, dass der 18. September, wo die DDR übrigens aufhörte, ein Unrechtsstaat zu sein. Das ist in dieser Diskussion Unrechtsstaat viel zu wenig im Blickpunkt behalten worden. Die DDR war nicht immer ein Unrechtsstaat, muss man eindeutig auch mal sagen. In der Zeit, wo wir gemeinsam politische Verantwortung übernommen haben, nach dem 18. März, war sie definitiv kein Unrechtsstaat mehr und war zumindest ja fast 6 Monate immer noch DDR. Also eine Finte beziehungsweise eine Argumentation, die mir in der Diskussion bisher einfach gefehlt hat, weil darauf kann man ja doch deutlich aufmerksam machen und auch aufbauen, klar. Was Herr Maksimitschew vorhin gesagt hat, dass wir uns da hätten abgrenzen wollen, ja, sicher, abgrenzen, um etwas Neues zu gestalten und etwas Neues in der DDR beginnen zu lassen. Und damit sind, glaube ich, beide Fragen jetzt beantwortet. Ja. deshalb zur Außensicht der Außensicht, also Bernd Rixinger, wie hat man denn das im tatsächlichen Südwesten Deutschlands vielleicht wahrgenommen? Da bewegte sich ja etwas in einiger Entfernung und wir kommen dann vielleicht auch noch auf die deutsche Frage, die ja nach dem Sonderparteitag recht bald eine ganz wichtige Rolle spielen sollte, denn auf dem Parteitag wurde in eine ganz andere Richtung angesteuert, als sie dann Ende Januar sich zu realisieren begann. Aber wie war denn im Herbst 1989 im Blick aus dem tiefen Westen? Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was meine Rolle hier auf diesem Podium, auf diesem Podium ist. Ich konnte vielleicht zum Stalinismus was sagen oder zum Sozialismus des 21. Jahrhunderts, wo wir vielleicht auch noch drauf kommen. Aber zu 89 kann ich keine Anekdoten beitragen. Aber die Westsicht kann ich vielleicht schon ein bisschen was dazu sagen und vielleicht doch auch eine Anekdote. Natürlich hat uns das zum Teil völlig überrascht. Also ich bin jetzt ja kein Linker, der eher aus dieser Tradition der DKB kommt, sondern war eher ein undogmatischer Linker mit durchaus viel Kritik am DDR-Sozialismus und am Sozialismus sowjetischer Prägung. Von daher war ich da irgendwie nicht so innerlich mit verbunden. Es war uns aber alle klar, dass hier ein historisch...
Es war uns allen schon klar, dass wir hier einen historischen Umbruch hatten und dass hier was passiert, was vielleicht die Chance hat, was Neues hervorzubringen. Und vorher wurde ja vom Herrn Distel die Frage gestellt, warum wurde die Chance nicht genutzt? Und ich glaube, die Chance wurde auch auf der westlichen Seite nicht genutzt. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass wir bei uns im Wohnzimmer zusammen hockten. Wir hatten dort so einen linken Kreis und hatten die Einschätzung, wenn es wirklich zur Übernahme quasi der DDR kommt, wie es die Kohl und andere vorgesehen hatten, dann wird es auf die Dauer zu einem Rollback kommen, auch in der Bundesrepublik. Und zwar zu einem Rollback für die Gewerkschaften, für viele Rechte, für den Sozialstaat, der über Jahrzehnte erkämpft wurde. Und ich hatte dann mit Walter Riester, mit dem ich gut befreundet war, ein Gespräch geführt. Der war übrigens damals noch Marxist, das würde heute niemand glauben. Ich würde auch aus diesem Gespräch nicht erzählen, wenn er mich mit der Riester-Rente nicht so verärgert hätte, dass ich es jetzt doch erzählen kann. Er war damals Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg und im DGB-Landesvorstand. Und ich hatte dann gesagt, Walter, was wir gerade erleben, wird dazu führen, dass wir ein richtiges Rollback kriegen, auch für die Gewerkschaften, für die Löhne, für das, was wir alles gemacht haben in Tarifverträgen, für das Sozialsystem. Und wir müssen jetzt eigentlich dieser Bewegung im Osten auch eine Bewegung im Westen gegenüberstellen. Es war ja damals die Debatte über eine Verfassungsreform, über eine gemeinsame Verfassung. Und meine Position war, die Gewerkschaften müssen in dieser Situation aktiv werden und offensiv werden, um für eine gemeinsame fortschrittliche Verfassung einzutreten, damit dieses Rollback nicht passiert. Walter Riester hat dann gesagt, Bernd, was meinst du jetzt? Ich sage, du musst einen Antrag in DGB einbringen, dass wir jetzt auch Demonstrationen in Westdeutschland machen und diese Frage besetzen. Und er hat gesagt, was natürlich eine Folge dieser Vereinigung war, dass es wahnsinnig viele Überstunden gab im Westen und die Konjunktur ein bisschen boomte. Er hat gesagt, die IG Metall plant gerade eine Anti-Überstunden-Kampagne. Und weißt du, was das bedeutet, in einer überschäumenden Konjunktur eine Anti-Überstunden-Kampagne zu machen? Wie stellst du dir vor, dass wir jetzt zu dieser Frage Demonstrationen machen? Ich habe dann gesagt, Walter, wir leben wirklich in einem geschichtlichen Umbruch. Wenn später mal in den Geschichtsbüchern steht, dass wir im Westen nichts machen konnten, weil ihr gerade eine Anti-Überstunden-Kampagne macht, dann lacht euch doch die Nachwelt aus. Und tatsächlich war das aber das Verständnis. In einem gewissen Sinn hat man mit einer Zuschauerrolle der Debatte im Osten und dieser Bewegung im Osten und diesem Umbruch zugeschaut. Und ich glaube, dass es auch eine Ursache war, dass hinterher nicht nur die DKP-orientierten oder DDR-orientierten Linken deprimiert waren und in eine Krise kamen, sondern durchaus auch die anderen, die undogmatischen Linken, weil wir im Westen so eine Zuschauerrolle eingenommen haben. Wir haben das praktisch im Fernsehen angeguckt, wenn man nicht gerade in Berlin gewohnt hatte, hatte die Bilder mit Erstaunen angeguckt, aber nicht vor dem Hintergrund, wir greifen jetzt selber ein im Sinne einer linken fortschrittlichen Politik. Ich glaube im Nachhinein, ich weiß gar nicht, ob es möglich gewesen wäre, weil es ja dann auch so einen Rausch für diese ganze Einheit gab und eine Berichterstattung, man hat ja auch gesehen, der Kohl hätte ja die Wahl verloren ohne die Vereinigung. Es war durchaus eine andere Stimmung da und hat sie wegen der Vereinigung wieder gewonnen, was ja der Beginn quasi dieses Rollbacks politisch ausgemacht war. Aber ich glaube, dass es trotzdem eine andere Stimmung gegeben hätte, wenn Gewerkschaften, Linke in der Lage gewesen wären, auch im Westen sowas wie eine Demokratiebewegung zu machen, auch deutlich zu machen, was passiert, wenn man gar nicht eingreift in diesem Prozess, sondern ihn den anderen überlässt, quasi den Kapitalverbänden, den bürgerlichen Parteien. Und bin ein bisschen stolz drauf,
aber leider war es nicht gut. Ein bisschen stolz darauf, dass wir in unserem kleinen Wohnzimmer eigentlich das richtig eingeschätzt hatten, aber ziemlich einsam geblieben sind. Also hätten wir vielleicht ein bisschen mehr im Westen hingekriegt, wäre die Chance im Osten vielleicht auch größer gewesen, für einen anderen Verlauf der Geschichte zu sorgen. Ja. Das ist ja diese Frage, was wäre wenn, ne? Also schwer zu beantworten. Aber wir kommen. Man kann vielleicht daraus lernen. Ja, ne? Natürlich, natürlich. Wir kommen mal zu diesem ominösen Sonderparteitag und ich will Igor Maximitschew fragen, wie hat man denn in der sowjetischen Botschaft unter den Linden diese Vorgänge zwischen dem 3. Dezember und dann den in 5 Tagen beginnenden Sonderparteitag beobachtet? Hat man sie überhaupt nur beobachtet oder hat die Botschaft auch eine gewisse Rolle gespielt in diesen Vorgängen? Also gut, ich erzähle meine Anekdote, aber vorher möchte ich den Kollegen ein bisschen korrigieren. Kollege Distel, das waren nicht Spiontechnik. Ja, das waren Antispiontechnik. Gut, die Kontakte zu der SED-Führung und der Regierung war eigentlich ein persönliches Bereich von Botschafter. Und er duldete nicht, dass man in diesen Bereich von außen irgendwie einwirken will. Aber wir haben die Vorstellung von seinen Kenntnissen, weil wir jeden Morgen die Lagebesprechung hatten um 9 Uhr und der Botschafter legte Wert darauf, dass wir von den Dingen informiert bleiben, die aus seiner Sicht notwendig sind, damit wir richtig agieren können. Und am 18. Dezember zog der Botschafter folgendermaßen Bilanz der Arbeit des außerordentlichen SED-Parteitags. Ich bitte um Verzeihung, das wird persönlich sein. Es ist eine qualitativ neue Etappe in der Entwicklung der DDR eingetreten. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere Beziehungen zu den Parteien und Organisationen in der Situation aufbauen, wo die SED keine regierende Partei mehr ist. Nach wie vor werden wir die SED-PDS unterstützen und stärken. Die SED-Führung war verwirrt, konnte lange nicht begreifen, dass der Wahlkampf bereits in vollem Gange ist. Die Liquidationsstimmung griff um sich. Man unterschätzte die Notwendigkeit, der Selbstzerfleischung ein Ende zu setzen und die Suche nach einem Ausweg zu beginnen. Der Besuch von Alexander Jakowlew, er war in Berlin Mitte Dezember, war sehr hilfreich. Mehrere prinzipielle Positionen wurden geklärt. Einen ganzen Abend widmete er Güsi. Güsis Einstellung transformierte sich im Laufe des Gesprächs. Sein Beitrag auf dem Parteitag hat gezeigt, dass er das ihm Gesagte gut begriff. In seinem Fall haben wir mit einem scharfsinnigen Politiker zu tun. Er ist aber unberechenbar im Detail. Er orientiert sich rasch, ist vielleicht sogar zu elastisch, versteht überzeugend zu reden, zieht das Auditorium in seinen Bann.
Gottes Kongruenz wird auch von uns abhängig sein. Man hat übereingekommen, Kontakte auf allen Ebenen zu entwickeln und zu intensivieren. Voraussichtlich im Januar 90 fährt Gysi nach Moskau. Wir brauchen eine neue Grundlage, auch neue Methoden der Zusammenarbeit mit der SED-PDS. Im Gespräch Jakovlevs und Modrows kamen keine Differenzen zwischen unseren Positionen zum Vorschein. Was das Verhältnis zur Bundesrepublik anbelangt, die DDR braucht eine wesentliche wirtschaftliche Hilfe, die im notwendigen Umfang nur von der BRD zu erwarten wäre. Nur von ihr und, was noch wichtiger ist, bald, sofort. Wir sind außerstande, eine solche Hilfe anzubieten. Mehr noch, das heißt schlimmer noch, die Umstellung unseres Außenhandels auf die Valutagrundlage mit Weltpreisen kann der Wirtschaft der DDR einen starken Schlag versetzen, denn ihre heutige Verschuldung beträgt 21 Milliarden US-Dollar. Modrow hat vor, die BRD aufzufordern, ihre Schulden zu begleichen, die aus der Ausplünderung durch den Umtauschkurs und Ähnliches herrühren. Die Anfangsforderung wird 15 Milliarden D-Mark betragen. Des Weiteren soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit durch gemeinsame Unternehmen und so weiter stark anwachsen. Übrigens steht unseren Wirtschaftsfachleuten noch bevor, mit all diesen Dingen klarzukommen. Modrow sagte, wir werden nicht durchhalten können, wenn wir mit Kohl nicht ins Reine kommen. Die Westdeutschen haben sich gut auf den Angriff gegen die DDR vorbereitet. Am 1. Januar 90 wird eine wichtige Linie überschritten: visafreie Einreise der Bundesbürger in die DDR. Es würde einen Sieg gleichkommen, wenn die SED-PDS am 6. Mai, damals war die Rede vom Wahl am 6. Mai, 25-30% Stimmen gewinnen wird. So lautet die Einschätzung Modrows. Dafür aber wird man die öffentliche Meinung noch streiten, um die öffentliche Meinung noch streiten müssen. Wir müssen uns auch über die neuen Grundlagen der Zusammenarbeit mit der deutsch-sowjetischen Freundschaft Gedanken machen, die ganz neuartig wird. Die strategische Aufgabe wird darin bestehen, die Selbstständigkeit der DDR zu behaupten. Das wird schwierig genug sein. Die Stimmungen in der DDR selbst sind die Hauptsache. Wir haben die Stimmungen der DDR-Bevölkerung aufmerksam zu verfolgen. Wir überlegen uns, welche Einwirkungsmöglichkeiten für uns bestehen, was die BRD, die westliche Siegermächte anbelangt, zum Beispiel durch die Belebung des Viermächte-Mechanismus, seine Intensivierung auf dem Niveau der Außenminister. Unter keinen Umständen darf man zur Verstärkung der antisowjetischen Stimmungen Anlass geben. Es ist so, dass die Idee eines Volksentscheides zur Wiedervereinigung oft mit der Idee eines Volksentscheides zum Abzug unserer Truppen gepaart wird. Wir müssen vielmehr darüber nachdenken, wie wir unsere Familien, die Dienstreisenden aus der DDR, UdSSR, sich hier zu benehmen haben. Und ich muss eben bekräftigen, dass die Stimmung, dass das Verhältnis zu den Deutschen, zu Ostdeutschen vor allem und auch zu Westdeutschen, vielleicht das die wichtigste Richtung der sowjetischen Politik in dieser Zeit war. Also die DDR war für die Sowjetunion nicht zu Ende, als die SED oder PDS von der Macht abgedrängt wurde. Die DDR bestand auch weiter. Und wir waren bereit, und
Kollege Distel kann das bestätigen. Wir hatten gute Beziehungen zur neuen Regierung der DDR. Wir nicht nur. Nein, nein. Wir wollten auch weiter zusammenarbeiten. Wir wollten auch weiter DDR und DDR unterstützen. Deshalb war hier nicht so viel von der Ideologie drin. Aber wie gesagt, wir konnten es nicht mehr. Dazu muss man jetzt aber sagen, dass das ist vom 18. Dezember 1989. Es folgte der Januar 1990 und am 26. Januar 1990 eine Sitzung des internen Führungszirkels der KPdSU, von der wir wissen, dass damals die sozusagen Umorientierung in der deutschen Frage erfolgt ist, was sich ja auch in der Erklärung für Deutschland einig Vaterland einige Tage später in Moskau von Modrow veröffentlicht umschlägt. Ich würde gerne darauf jetzt noch kurz Bezug nehmen und Gregor Gysi fragen, das war doch sozusagen gegenüber dem einen Monat vorher zu Ende gegangenen Sonderparteitag in die totale Kurskorrektur um 180 Grad. Und dem folgten ja mehrere weitere gravierende Schritte. Wie ist denn sozusagen die Partei damit überhaupt zurechtgekommen? 180 Grad ist übertrieben, weil das ein fließender Prozess war. Am Tag des Mauerfalls habe ich zu meiner damaligen Lebensgefährtin gesagt, das ist der Anfang vom Ende der DDR. Da hat sie das bestritten und gesagt, die Leute gehen Kaffee trinken, kommen wieder, alles Quatsch, was ich sage. Im Dezember habe ich dann auf dem außerordentlichen Parteitag versucht zu erklären, wie ich mir eine grundlegend reformierte DDR vorstelle. Da hat sie zu mir gesagt, du hast doch damals schon gesagt, das ist der Anfang vom Ende der DDR, warum willst du das nicht wahrhaben? Da hatte sie wiederum recht. Und so ging das doch hin und her. In Wirklichkeit hatten wir auch gar keine Strategie, sondern wir lebten von der Hand im Mund und wir hatten nur so bestimmte Vorstellungen, die wir Schritt für Schritt umsetzen konnten. Und es gab in meinem Parteivorstand Verwirrung, als Deutschland einig Vaterland von Hans Modrow von Moskau aus verkündet wurde. Er hatte es mir einen Abend vorher gesagt. Ich war bei ihm im Gästehaus, dass er das machen wird. Deshalb ahnte ich das schon. Mir war auch nicht ganz wohl, weil natürlich die Partei soweit noch nicht war. Aber es gab ja etwas ganz anderes, was ich wirklich spannend fand. Ich bekam 45% oder 40% Briefe, die wollten, dass wir die Partei auflösen, und 55% bis 60% Briefe, die wollten wir, dass sie nicht auflösen, und zwar von Mitgliedern. Ich rede jetzt nicht von Nicht-Mitgliedern, sondern von Mitgliedern. Das Interessante ist ja die auflösen wollten, weil ich denen immer schrieb, ihr könnt doch austreten. Und der Punkt war, sie wollten nicht austreten, sie wollten, dass es über sie kommt. Also wenn wir einen Parteitag gemacht hätten und die Partei aufgelöst hätten, dann wären sie eben bis zum letzten Tag drin gewesen und es hätte sich erledigt. Das finde ich nur psychologisch interessant, weil es war ja viel einfacher, ein kleines Schreiben, trete aus, erledigt. Aber sie wollten, dass es über sie kommt. Das war eine wirklich heftige, schwere Debatte. Wobei es viele Gründe gab, diesen Weg nicht zu gehen. Erstens glaube ich, dass man auf die Art und Weise Geschichte nicht los wird. Das ist eine Illusion. Aber zweitens gab es auch gar keine rechtlichen Voraussetzungen. Ich wusste ja gar nicht, wie groß das Eigentum der Partei war, wie viele Verlage, Kliniken, selbst eine Kirche gehörte uns, also nur einer, aber in Brandenburg übrigens. Also auch interessant, etc. Wenn wir uns aufgelöst hätten, wäre das alles herrenloses Gut geworden. Es gab kein Stiftungsrecht in der DDR. Es wäre an die DDR gefallen. Nee, keineswegs. Es gab kein Stiftungsrecht. Nirgendwo stand, dass das Eigentum einer Partei an den Staat fällt. Das war überhaupt nicht geregelt. Das hätten wir auch so gar nicht regeln können, sage ich mal, weil es zum Beispiel um die Mitgliedsbeiträge gegangen wäre. Die sagen, ich habe das ja nicht bezahlt, das Geld, damit das jetzt zur DDR-Regierung fließt. Also es war alles höchst kompliziert. Aber wir haben das letztlich trotzdem gelöst. Aber ich wollte in einem Punkt hier widersprechen. Ich glaube, es war ein großer Fehler, dass die SPD der DDR gesagt hat, man darf den pragmatischen Teil der SED nicht aufnehmen, sondern erst nach einer Bewährungszeit und so weiter. Ich verstand euch zwar, und zwar deshalb, weil ihr euch ja überlegt hattet, wenn der ganze Teil käme, so 100.000, dann seid ihr natürlich eine solche Minderheit. Das verstehe ich. Aber dadurch ist dieser pragmatische Teil der SPD verloren gegangen. Und zwar bis heute, was sie strukturell bis heute schwächt.
Und ich weiß ja, wie das geplant war. Geplant war, dass Berghofer zusammen mit dem gesamten Vorstand der SED-PDS in Dresden übertritt in die SPD, und zwar via Tagesschau. Nur einer wollte nicht mitmachen, also einer von allen Mitgliedern. Alle anderen wollten den Weg gehen. Und dann entschied aber Vogel auf Drängen der Ost-SPD und gegen den Willen zum Beispiel von Foscherau, aber auch von Leuten wie Donani und anderen, entschied dann, nein, das findet nicht statt. Und deshalb schwächte sich diese Tagesschau ab, denn da erklärten sie nur ihren Austritt aus der Partei, aber nicht ihren Eintritt in die SPD. Und dann gab es Mitglieder, die es versucht haben und die sind dann irgendwie gescheitert und dann hatten die Leute auch keine Lust mehr. Was ich auch verstand, ich sag mal, der Wahrheit halber, die PDS hätte es so nicht gegeben, wenn die SPD einen anderen Weg gegangen wäre. Weil wir den ganzen pragmatischen Teil an die SPD verloren hätten. Und ich weiß schon, mit wem ich dann übrig geblieben wäre. Das hätte mein Vergnügen stark reduziert. Und so ist ein Teil von denen parteilos geblieben. Und dann haben sie sich daran gewöhnt, haben festgestellt, man muss ja auch gar nicht in der Partei sein. Ein Teil ist bei uns geblieben. Und das Zweite will ich aber auch hinzufügen. Der zweite Fehler, der gemacht worden ist, was unsere Partei stärkte, der ist von der Bundesregierung begangen worden. Und der bestand darin, dass sie sich verweigerten, die Eliten zu vereinigen. Und damit meine ich nicht die politischen, sondern ich meine die künstlerischen, die wissenschaftlichen. Die waren ja schon weit weg von uns. Ich weiß ganz genau, die Anwälte in Berlin, ich meine, es waren nicht so viele, aber die wählten uns auch nicht, die wollten auch gar nichts mehr mit uns zu tun haben und wurden wieder zu uns zurückgedrückt auf die Art und Weise, weil, weiß ich, wenn ich immer unseren Schlagersänger Schöbel nehme, der sang genauso Schlager wie ein Westschlagersänger, also es war kein Unterschied, aber die ersten 3 Jahre hatte er keine Chance. Und das hat die wieder in unsere Nähe gerückt. Das fand ich einen spannenden Vorgang, das habe ich Kohl mal erzählt. Und da hat er zu mir gesagt, ja, die Vereinigung der Eliten hätten seine Eliten nicht zugelassen. Und da habe ich zu ihm gesagt, sie kümmern sich doch sonst auch nicht darum, was zugelassen wird oder nicht. Es war ihre Verantwortung. Aber so ist es auf jeden Fall zustande gekommen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer, kann ich nur sagen. Aber damals, weiß ich noch, Modo gab die Erklärung ab und dann haben wir so eine leicht distanzierte Erklärung, dass Parteivorstandes abgegeben und der Druck wuchs ja, er wuchs ja täglich und dann haben wir das SED gestrichen, weil wir das gar nicht mehr aushielten und dann, das will ich nur als Letztes sagen, weil gesagt worden ist, auf dem außerordentlichen Parteitag, da haben wir noch kein Programm beschlossen, sondern dann verabschiedete die Volkskammer ein Gesetz, wonach man nur antreten kann, wenn man eine Satzung hat, ein Programm und noch Mitgliedsbeitragsregelung oder sowas. Weiß nicht mehr. 3 Sachen musste man vorlegen. Und der Witz war, wir hatten kein Programm. Wir konnten ja nicht ernsthaft mit dem vom 9. Parteitag auftreten, der SED. Und da musste der arme Genosse Klein und andere sich ein ganzes Wochenende schwitzen, um uns ein Programm aus der Seele zu schreiben. Und dann weiß ich noch, dass wir zusammensaßen, irgendeinem Sonnabend oder Sonntag, und sie mir den Entwurf zeigten und wir diskutierten. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn nun mit der Wirtschaft? Also wir wollten ja den Markt haben, aber wir konnten ja nicht den kapitalistischen Markt nehmen. Und dann entschieden wir uns für den Begriff sozialistische Marktwirtschaft. Und dann sagte die dann, naja, was ist das? Sag ich, ist doch egal. Wir setzen jetzt einen Begriff. Und das Neue Deutschland veröffentlichte das falsch, weil sie sich unter sozialistischer Marktwirtschaft nichts vorstellen konnten, schrieben sie soziale Marktwirtschaft. Das haben wir wiederum nicht gemerkt, dass das da falsch drin stand und so wurde auch was Falsches beschlossen. Aber eigentlich wollten wir die sozialistische Marktwirtschaft, was auch immer das sein soll, kreieren. Das ist uns aber nicht gelungen. So, bevor Steffen Reiche gleich das Wort kriegt und dazu möchte ich Gregor Giese noch eine Frage kurz anschließen. Da ist die Rede von Modrus für Deutschland einig Vaterland. Aber danach, kurz nach Modrus Rede, sind Sie ja nach Moskau gefahren, mit Gorbatschow zusammengetroffen. Ja. Gab es da unterschiedliche Positionen zu dem, was Modrus vorher mit Gorbatschow vereinbart hatte? Oder, nein, das war ja schon gelaufen. Ich wusste bloß nicht das offizielle Programm. Ich wurde ja abgeholt vom Flughafen von Falin, fuhr durch die Straßen, musste zum Grab des unbekannten Soldaten,
musste zu Lenin. Ich habe das alles absolviert. Das ging in Altem und da standen immer Brautpaare. Tat mir leid, die mussten immer warten, bis ich fertig war. Die wussten ja nicht, wer ich bin. Kalt war es auch. Aber also ich meine, so ist, im Nachhinein wird das alles grotesk. Und dann war ich bei Gorbatschow. Und dann haben wir über verschiedene Dinge gesprochen und dann hat er mir erklärt, dass er dem Plenum, dem neuen Plenum des ZK vorschlagen wird, dass er Präsident der UdSSR wird. Und das hat er mir erläutert und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, und mit welchem Apparat wollen Sie dann als Präsident agieren? Und da sagt er, Budjet, Budjet. Also es wird, es wird. Und da war mir klar, dass das überhaupt nicht geht. Weil die Regierung wird nicht für ihn arbeiten, die Partei kann er dafür gar nicht benutzen. Mit ihm, er war ein Präsident ohne jeden Apparat. Und dann bist du natürlich auch machtlos. Das war mir klar, dass er auch nur noch von der Hand im Mund lebte und also heute die Entscheidung traf. Und dann war es ja so, das erste Mal habe ich mit ihm telefoniert, als ich zum Vorsitzenden der Partei gewählt wurde im Dezember 89. Und das ist kein Scherz, sondern es ist wirklich so gelaufen, war natürlich sehr aufgeregt, aber pünktlich. Unvorstellbar pünktlich, also auf die Sekunde klingelte das rote Telefon und ich daran und dann war Corby dran und dann haben wir uns so hin und her unterhalten und dann sagte er zu mir, wenn Sie die SED auflösen, lösen Sie die DDR auf, wenn Sie die DDR auflösen, lösen Sie die Sowjetunion auf. Und das fand ich ein bisschen viel. Und da habe ich zu ihm gesagt, also Sie sprechen hier mit einem kleinen Berliner Advokaten, mein Verein auf dem Rücken reicht mir. Nicht noch die ganze Sowjetunion obendrauf, das ist mir zu viel. Und da musste er dann auch mal lachen, einen Moment lang, nachdem das übersetzt war. Aber das war die Situation. Und als ich am 1. Februar bei ihm war, ging es gar nicht mehr um die DDR. Das ist auch interessant. Sondern, dass die sich abwickeln würde, war klar, der Weg war noch offen. Machen wir das wirklich mit einem Beitritt? Ich war ja immer gegen den Beitritt. Oder machen wir das so wie es im Grundgesetz ja eigentlich vorgesehen war, indem wir dann eine Verfassung verabschieden mit einer Volksentscheid in beiden deutschen Staaten, was juristisch bedeutet hätte, dass ein neuer deutscher Staat entstanden wäre, der die Rechtsnachfolge der beiden untergegangenen deutschen Staaten angetreten hätte, was psychologisch wiederum wichtig gewesen wäre. Aber leider ist das ja nicht gelungen. Ich habe das immer so verglichen, dass ich sage, du hast eine reiche Tante, du bist der arme Neffe. Und es gibt zwei Varianten. Du ziehst in ihre Wohnung oder ihr bezieht gemeinsam eine neue Wohnung. Wenn du Letzteres machst, hast du eine Chance, Dinge mit zu verändern. Wenn du zu ihr ziehst, kannst du dich nur ein- und unterordnen. Es gibt keine andere Chance. Dadurch ist natürlich einiges verspielt worden. Aber wie dem auch sei, ich will nur sagen, das Gespräch mit Gorbatschow war interessant. Seine Augen waren übrigens sehr schnell. Also ich hatte den Eindruck, dass er sehr nervös war. Das war ja auch für ihn eine Hochanspannungszeit. Wir vergessen ja immer, dass wir alle nur Menschen sind und irgendwann überfordert sich das Ganze auch. Du weißt auch gar nicht mehr, wo lang. Ich werfe mir, ich will das jetzt aber nicht näher erläutern, werfe mir vor, ich hätte im Juni 90 nochmal aktiv werden müssen gegenüber Moskau, um noch das eine oder andere vor den Verhandlungen im Kaukasus wenigstens zu versuchen. Ob ich es hinbekommen hätte, weiß ich nicht, aber ich hätte es wenigstens versuchen müssen. Das werfe ich mir bis heute vor. Ja, Steffen Reiche muss natürlich Gelegenheit haben, zu den Aussagen von Gregor Gysi, was die Mitgliedschaft der ehemaligen SED betrifft, sich zu äußern. Steffen Reiche, bitte. Also gleich doppelten Widerspruch, Gregor. Weil die Wohnung von der reichen Tante, die bestand. Die Wohnung, in die du hättest ziehen wollen, ich übrigens damals auch, die hätte erst gebaut werden müssen. Und deshalb haben die 16, 17 Millionen DDR-Bürger gesagt, dann nehmen wir doch lieber die Wohnung der reichen Tante, da können wir wenigstens gleich einziehen, nachdem wir 40 Jahre in einem Provisorium gelebt haben. Und man kann den Beitritt natürlich kritisieren. Ich habe damals auch eher zu denen gehört, die gesagt haben, kein Beitritt unter dieser Nummer und meinten damit Nummer 23, sondern hätte mir auch den anderen Weg gewünscht. Aber nach dem 18. März war das einfach mit einer überwältigenden Mehrheit, die uns übrigens als Sozialdemokraten am heftigsten getroffen hat, anders entschieden worden. Mir gefiel das auch nicht, aber man muss nun also 25 Jahre danach einfach anerkennen, das waren die demokratischen Mehrheiten. Zweiter Punkt, und da will ich dir noch leidenschaftlicher widersprechen, weil du machst das so in der alten Melodie, die Sozialdemokraten sind an allem schuld und übernimmst damit übrigens die Position An vielem der West-SPD, das heißt, mit denen bist du da ganz identisch.
dass nämlich wir die anderen Guten aus der, also die Sozialdemokraten aus der SED nur nicht reingelassen hätten. Doppelter Widerspruch. Modrow und die anderen Berghofer sind im Oktober 89 nicht gekommen. Die Türen bei uns standen sperrangelweit offen nach dem 7. Oktober. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet und sie kamen nicht. Sie sind nie gekommen. Dann gab es Richtung Februar 90 ein Plakat. Viele von euch, viele von Ihnen können sich daran erinnern, von der Allianz für Deutschland, überall plakatiert. Du hast damals mitplakatiert. Stopp SED-PDS. Und unter diesem Eindruck, dieses Plakates, dass sozusagen die SPD im Grunde genommen auch, wer SPD wählt, wählt PDS, haben wir gesagt, nein, die sollen nur, wenn es einen Beschluss des Ortsvereines gibt, beitreten können. So war der Beschluss in Leipzig auf unserem Parteitag. Und sie sind ja leider nie gekommen. Die 100.000, die du heute hier so anbietest, die sind nie gekommen. Und jetzt ein letzter, und ich denke, Heinz, du kannst das bestätigen. Bevor Lothar Bisky gewählt worden ist, bin ich zu ihm als Landesvorsitzender der SPD, das war 92 in sein Fraktionsvorsitzendenzimmer im Kreml gegangen und habe gesagt, Lothar, das ist eine historische Weichenstellung und du bist der Verantwortliche. So wie du gehst, werden die Weichen gestellt. Wenn du jetzt Bundesvorsitzender wirst, wird es auf Dauer diese zwei Parteien nebeneinander, auch gegeneinander geben und niemand wird sich darüber mehr freuen als die CDU. Wenn du, worum ich dich bitte, zur Not auch auf Knien hier bitte, in die SPD eintrittst, dann stellst du eine Weiche, denn dir werden viele folgen. Und ich garantiere dir als Landesvorsitzender der SPD, die du mitbringst, die werden bei uns bei den nächsten Wahlen 94 Mandate haben und wir können auf diese Weise ein nun wirklich aus den historischen Erfahrungen wichtiges Signal setzen. Und da ist das zweite Mal sozusagen die Elite oder dieser harte Kern dieser 100.000 nicht gekommen, obwohl ein Angebot vorlag von mir. Und ich hätte es als Landesvorsitzender durchgesetzt. Das bis heute einzige mich wirklich überzeugende Argument für die Existenz der SED bzw. der PDS bzw. der Linken, und das sei zu Ehren der Schumann-Stiftung gesagt, hat mir Michael Schumann mal in einer Diskussion, die kurz nach diesem Gespräch mit Lothar Bisky stattgefunden hat, gesagt. Er hat nämlich gesagt, wir brauchen diese Partei, damit die vielen zigtausend Menschen, die politisch sonst in der Bundesrepublik keine Heimat haben, innerhalb und durch diese Partei in die deutsche Einheit gelangen. Also diese Parteigründung sozusagen als Arche Noah, mit der der edle Rest dieser 2 Millionen in die deutsche Einheit hinein begleitet werden konnte und auf diese Weise dieser Einigungsprozess auch friedlich gesichert werden konnte. Also dieses Argument von Michael Schumann, das hat mich bis heute überzeugt. Aber Hand aufs Herz, die Aufgabe ist nun auch sozusagen erledigt. Und dann könnte man andere, klügere Schlüsse daraus ziehen, nicht einen Wiedervereinigungsparteitag vorbereiten, aber einen Weg organisieren, der die Spaltung der Linken nachhaltig überwindet. Denn das ist doch das Problem, dass sozusagen die Sozialdemokratisierung der gesamten deutschen Politik, also eine der wichtigsten deutschen Sozialdemokratinnen, die es gibt, führt die CDU. Ob uns das schmeckt oder nicht. Und was auf Dauer, gerade in der jetzt wieder historisch wichtigen Situation, 89 haben wir nur sozusagen etwas Unliebsames überwunden. Da ging es um die Überwindung des real existierenden Sozialismus. Das hat nur wenigen wirklich wehgetan. Heute geht es um etwas viel Größeres, und zwar nicht nur auf Europa bezogenes, sondern etwas Weltweites, nämlich die notwendige Überwindung des real existierenden Kapitalismus. Und für diesen Prozess brauchen wir eine stärkere Linke
und vor allem eine einige Linke. Und deshalb, du hast mit deinen beiden Argumenten nicht recht. Ihr seid nie gekommen, obwohl zumindest an einigen Stellen die Türen wirklich sperrangelweit aufgestanden haben. Aber wenn ich mal ganz kurz widersprechen darf. 92 war es viel zu spät. Januar 90 war der Zeitpunkt. Und da habt ihr gesagt, ein Jahr lang müssen Sie ausgetreten sein. Es muss Gespräche geben, Sie müssen sich bewährt haben, etc. Der Ortsverein muss darüber entscheiden. Nein. Genauso ist es festgelegt worden und deshalb ist es ja auch Berghofer untersagt worden. Und die Signalwirkung dieser Tagesschau wäre natürlich enorm gewesen für viele SED-Mitglieder zu sagen, dann gehe ich diesen Weg auch. Die blieb aus. Nachher, nach der Wahl am 18. März, nach der Wahl im Mai und so weiter, da waren die, die noch Mitglieder waren, auch gar nicht mehr dazu bereit, weil sie gesagt haben, jetzt sind wir gewählt, jetzt sind wir in einem bestimmten Umfang respektiert und das wollen wir auch wahrhaben. Michael Schumann hat völlig recht. Bei der Vereinigung wurden die Interessen einer größeren Zahl von Ostdeutschen durch keine andere Partei vertreten als durch unsere. Und das konnten die anderen Parteien auch gar nicht. Selbst wenn es die ostdeutschen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gewollt hätten, bei den Mehrheitsverhältnissen in der SPD war das gar nicht möglich. Bei den anderen Parteien erst recht nicht. Bündnis 90 spielt wieder eine eigene Rolle, wollte ja nur bestimmte Leute vertreten, andere nicht vertreten, etc. Und dadurch hatten wir eine andere Aufgabe. Aber du hast auch recht, dass sich das irgendwann historisch erledigt hat. Und nur wegen der Art, wie Gerhard Schröder Politik gemacht hat, ist die BSG entstanden und dadurch sind wir jetzt eine bundesweite linke Kraft. Und ich sag dir, wenn wir vernünftig miteinander umgehen, da hast du auch wieder recht, was den real existierenden Kapitalismus betrifft, kann da auch etwas herauskommen. Eigentlich bin ich ein bisschen stolz darauf, dass wir die Bundesrepublik Deutschland um eine Linke erweitert haben. Das hat es nie gegeben in der Geschichte der alten Bundesrepublik. Links von der Sozialdemokratie gab es zwar mehrere Parteien, aber keine einzige, die eine gesellschaftliche Akzeptanz erreicht hätte, die auch nur in der Nähe der 5%-Hürde gekommen wäre. Und dadurch haben wir die Bundesrepublik verändert. Und zwei Sachen will ich noch sagen. Die DDR ist untergegangen, das ist wahr. Aber was immer vergessen wird, die alte Bundesrepublik ist auch untergegangen. Und zwar, das sieht man an zwei Dingen ganz deutlich. Die alte Bundesrepublik hätte nämlich niemals sich an einem Krieg beteiligt, im Unterschied zur neuen. Und die alte war sozialer als die heutige. Weil natürlich der Kapitalismus sich jetzt ganz anders organisiert, strukturell, weltweit. Wir haben eine Weltwirtschaft, aber keine Weltpolitik und dafür bezahlen wir heute. Aber insofern hast du wieder recht, wir müssen Wege zueinander finden, um gemeinsam wenigstens Korrekturen vorzunehmen, wo sie dringend erforderlich sind. Der Name Wolfgang Berghofer ist hier verschiedentlich gefallen. Wolfgang Berghofer ist ja hier. Und wir haben ja gerade Blickkontakt gehabt und vielleicht gibt es dazu ein paar Bemerkungen. Ja, ja gerne. Ich habe ja morgen noch die Gelegenheit, ausführlicher zu reden. Jetzt zu zwei Dingen, um der Geschichte die Ehre zu geben. Vergossene Milch, aber aus der Geschichte kann man lernen, wurde ja richtig festgestellt. Erstens, ich habe ab Mai 1989 mit dem Blick auf die herandämmernden Ereignisse, wie die aussehen würden, konnte ja keiner ahnen, aber das Gefühl, wir sind am Ende, das geht so nicht weiter, war ja unschwer für jedermann erkennbar. Ich musste ja nur aus meinem Rathausfenster gucken und feststellen, dass die Stadt schneller einfiel, als aufgebaut werden konnte. Von da an habe ich mit führenden Sozialdemokraten über mögliche Alternativen diskutiert. Eine Alternative hieß, hebt doch den Gründungsbeschluss der SED auf, dann entstehen automatisch SPD und KPD wieder, dann sind die Eigentumsfragen geklärt und dann steht die alte Bundesrepublik vor einer völlig neuen Machtoption. Ich habe mit vielen Leuten darüber geredet, Herr Wetzel wird mich bestätigen, auch mit ihm. Das war ein Sakrileg in der Geschichte der Arbeiterbewegung, das war nicht möglich. Die notdürftig oder schwierig überwundene Spaltung wieder aufzuheben, das war kein Weg. Also blieb nur ein weiterer, wir treten aus der SED, PDS aus und gehen in die SPD. Das wird so Anfang Januar 1990 spruchreif. Dazu habe ich gesprochen mit Klaus von Donani
Foscherau, der damalige regierende erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, mit Egon Bahr, der das sehr intensiv unterstützte, und auch mit Willy Brandt, der sagte, das ist nicht mehr meine Verantwortung, das machen die Enkel nach der dritten Flasche Rotwein, ließ er die Wahrheit aus dem Sack. Deshalb fand dann auf Initiative des Dresdner Physikers Professor Manfred von Ardenne in dessen Gästehaus, das war ich nicht, der das organisiert hat, sondern Ardenne, ein Gespräch mit Markus Meckel statt. Der hatte noch einen zweiten Mann dabei, also Mitbegründer der SDP, und die sagten, Berghofer, Sie nehmen wir gerne. Aber die 500.000, die Ihnen folgen könnten, die nehmen wir nicht, denn dann hätten wir wieder nichts zu sagen. Und damit war die ganze Aktion beendet. Dankeschön. Das ist ja gut, dass es so eine Möglichkeit hier operativ gibt. Es gibt übrigens wegen Werbeblock auch ein interessantes Buch von Herrn Berghofer, der das da auch nochmal aus meiner jüngsten Erinnerung beschreibt. Herr Diestel, bei all diesem Disput, wie sehr hat sich denn die CDU gefreut? Also die CDU hat identische Überlegungen gehabt. Ich bin ja als gefreiterter Reserve ins Innenministerium gekommen und habe das erste Mal so konzentriert mit uniformierten Genossen der SED zu tun gehabt und habe festgestellt, das sind Konservative im positiven Sinne. Das sind bürgerliche Menschen. Die sind staatspolitisch, ordnungspolitisch genauso ausgerichtet wie ich. Sie glauben nur nicht an den lieben Gott, aber der liebe Gott glaubt an Sie. Und ich habe das dem Kohl, auch erklärt. Und Gregor, du hast das, dein Gespräch mit Gregor Kohl, mit Helmut Kohl wiedergegeben. Kohl wollte, meine Damen und Herren, auch diesen Weg mitgehen. Er sagte oben, das waren ja 2,4 Millionen Menschen und diese 2,4 Millionen SED-Mitglieder waren 90% der Elite, der technischen, der künstlerischen, der sonstigen Intelligenz in der DDR. Und ich hätte mit meinen Polizisten putschen können, die wären mitmarschiert. Aber in meiner Partei waren dann diese Hinzis und Rühe und ich habe die Namen vergessen, dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die das alle nicht wollten. Da war genau das gleiche Problem, Gregor, Steffen, du hast das schnell erkannt, aber die Aufnahme von SED-Mitgliedern bei uns ist genau der gleiche Weg, Steffen. Genau die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme, wenn der Berghofer kommt und wenn die alle kommen, dann, wir können ja nicht sagen, zwei Genossen oder drei Genossen haben so viel Stimmen wie jemand aus der Neuen, wie einer von den Jungfräulichen. Wir beide, möchte ich jetzt mal uns beide als jungfräulich bezeichnen, mich etwas weniger. Und dieser Weg ging leider nicht. Das war ein großer politischer Fehler, muss ich sagen. Der Umstand, dass ein Uniformierter in der Welt, ein Beamter, ein jemand im Staatsdienst befindlicher, konservativ ist, ist keine Neuigkeit, das ist kein Geheimnis gewesen. Da haben meine Strategen nicht mitgedacht. Und wenn wir die Tore aufgemacht hätten, wenn wir diese furchtbare Abrechnung, wenn wir einfach mit dem Argument, das ich vor mir hergetragen habe, Steffen, wir haben die Kerzen gehabt und die anderen hatten die Schwerter gehabt. Den Frieden haben die zu verantworten, die die Schwerter gehabt haben, nicht wir. Wir haben die Bitte nach Frieden gehabt und die anderen haben gesagt, okay, wir gewähren den Frieden. Es war ja fast 1 Million Bewaffnete. Das ist ein großer politischer Fehler, das ist eine politische Dummheit gewesen und wir haben sie aber überstanden. Schönen Dank. Unmittelbare Intervention noch mal? Ja, ich wollte bloß sagen, die Türen in SPD Brandenburg zumindest stehen immer noch offen. Und sie werden ja von Leuten durchschritten. Also Stefan Sarrach war mal Mitglied der PDS-Fraktion im Brandenburger Landtag. Der hat dann irgendwann eine Konsequenz für sich persönlich gezogen und ist sozusagen als Sozialdemokrat nach Hause gegangen und ist mittlerweile in der SPD Fürstenwalde Ortsvereinsvorsitzender und macht dort eine von allen hoch wertgeschätzte Arbeit. Also der ist leider auch nicht mit 200 oder 300 gekommen. Oder der ganzen Landtagsfraktion. Hätte er machen können. Hätten wir aufgenommen. Aber die Türen stehen offen. Und die 100.000, die Sie mitgebracht hätten, die hätten sich natürlich in Ihren Ortsvereinen dem ganz normalen Verfahren stellen müssen. Aber das wollten Sie nicht. Und das ist das Problem. Und das, was ich vorhin meinte, das war unser Angebot an Sie im Oktober bzw. November. Und da wollten Sie auch nicht.
So, jetzt haben wir noch zwei Wortmeldungen zu dem Disput von Roland Wötzel und von Bernd Rietzinger in dieser Reihenfolge dazu. Ich kann natürlich nur für Leipzig sprechen, was die Frage betrifft, Mitgliedschaft in der SPD. Es gab für mich mehrere Gründe, diese Fragen auch im engeren Kreis meiner Genossen zu besprechen. Wir waren uns dann einig, dass wir da massenhaft außerordentlich progressive, dynamische, junge Leute ausgetreten sind und die Gefahr bestand, dass die keine politische Heimat mehr finden, dass wir mit der SPD sprechen wollten. Ich war Vertreter für die BDS, SED vorher, am runden Tisch und der Vertreter der SPD war ein Mitglied des Parteivorstands und stellvertretender Vorsitzender des Parteivorstands. Ich bin nach einer Sitzung auf ihn zugegangen und habe ihn gebeten, dass wir ein Gespräch zu dieser Frage führen könnten. War ganz offen und wir haben uns zusammengesetzt unter relativ komplizierten Bedingungen, aber es lief das Gespräch. Es gab überhaupt keine Bereitschaft, über diese Frage zu diskutieren. Wir haben mehrere Angebote, habe ich ihm unterbreitet, wie das ablaufen könnte. Es gab keine Bereitschaft dazu und am Ende hat er mich direkt aufgefordert, diese Frage mit ihm nicht mehr zu diskutieren. Auf meine Frage, warum er denn so eigentümlich sich dazu verhält, so unkooperativ, war eines der Argumente, dass die Leipziger Genossen der SPD befürchtet haben, dass wir sie unterwandern wollen, dass wir dann stärker wären. Er sagte zu mir, ihr habt politisch erfahrene Leute, wir haben sie kaum. Und da war ja was dran. Und wir sind dann ganz schnell in der Minderheit. Und dagegen ließ ich schlecht was sagen. Aber die, die da bereit waren, dorthin zu gehen, sind eigentlich ohne diese Absicht hingegangen, sondern sie wollten eine neue politische Heimat finden, in der sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von der Auffassung, von dem damaligen auch was nach dem Sonderparteitag wir vorhatten, besser aufgehoben gewesen wären. Ich habe eine zweite Sache, die mich stutzig gemacht hat. Erst in den letzten Tagen mehr als vorher. Die Wahlen im März sind dann ausgegangen, ist richtig gesagt worden. Die Mehrheiten haben sich so entwickelt, wie wir sie dann im Wahlergebnis gefunden haben. Ich habe diesen Wälzer, der also jetzt herausgekommen ist, Redefreiheit, wo alle Dialoge, die in Leipzig geführt worden sind, alle Redebeiträge, es sind Hunderte, alle Redebeiträge erfasst worden sind und alle wörtlich aufgenommen worden. Und bis Ende November gibt es nicht einen Beitrag dort, der Einheit oder Anschluss verlangt. Man könnte sagen, niemand hat die Absicht, einen Anschluss zu organisieren. Das hat mich sehr stutzig gemacht, dass es nicht eine Stimme gab. Die Vertreterin des Neuen Forums hat am 19. November nochmal gesagt, wir bitten uns zu verstehen, wir sind nicht eine Opposition innerhalb der DDR. Wir sind eine Gruppierung, die den Sozialismus will und ihn besser machen will. Und dann hat diese Petra Lux, die Sprecherin des Neuen Forums, ein Programm entwickelt, das man als aufgeschlossener Genosse unterschreiben kann. Von Transparenz, Öffentlichkeit bis hin zu Wirtschaft. Das war eine großartige Position, ein völlig neues Verständnis auch, was wir aus den
Informationen, die uns vorher zugekommen sind, über das neue Forum dann hatten. Also ich bin schon der Meinung, dass dieses enorme Trommelfeuer, das wir dann erlebt haben, vor allen Dingen in der Zeit, nachdem Kohl nicht mehr von der Vertragsgemeinschaft gesprochen hat, auch einen solchen starken Wechsel in der Bevölkerung herbeigeführt hat. Ich bin der Meinung, dass es viele gab, die von der Vertragsgemeinschaft, viele auch in unserer Partei, von der Vertragsgemeinschaft viel gehalten haben und dort gemeint haben, eine Konföderation, eine faire Zusammenarbeit, auch mit einer notwendigen finanziellen Unterstützung, das könnte viel erreichen. Es gibt vielleicht heute noch den einen oder Heinz Fietze, ist ja noch da. Als die Grenze geöffnet worden ist, war ja abend noch eine Sitzung des Politbüros, zu der die ersten Bezirkssekretäre eingeladen worden sind. Jeder Sekretär, jedes Politbüromitglied wird heute nicht so sehr propagiert, vielleicht gibt es auch gar keine Protokolle darüber, musste dort seine Meinung sagen, wie er sich zur Frage der Grenzöffnung stellt. Jeder. Und ich kann nur für mich sprechen. Ich habe gesagt, man sollte sofort einen, oder haben sich, ich glaube, wir waren auch völlig einer Meinung, Heinz, mit noch einer ganzen Reihe anderen jüngeren ersten Sekretären, man sollte sofort eine Regelung so bringen, wie sie jetzt vorgeschlagen wurde, zeitlichen Abstand, dass man das Schritt für Schritt machen kann. Ich weiß gar nicht, wie Schabowski zu dieser Auffassung kommen kann. Er war wahrscheinlich, dann schon hat er den Raum wahrscheinlich verlassen. Er hat ja reingewunken nochmal. Da kann ich mich erinnern. Ja, und dann hatte ich den Vorschlag unterbreitet, dass man sofort eine Delegation unter Beil und Schalk-Kolodkowski bringen müssen. Das waren die bekanntesten Leute im Westen, die zu Kohl fahren müssen und sagen, man kann das nur durchsetzen, wenn es einen Milliardenkredit gibt, um die Wirtschaft der DDR anzukurbeln. Und ich glaube, das wäre auch unter diesen Bedingungen der Vertragsgemeinschaft, der Verantwortungsgemeinschaft, eine Lösung gewesen, die einige Dinge anders gestellt hatten, wenn eben nicht diese Kabinettssitzung dann gekommen wäre, wo gesagt worden ist, und nun geht es um die Währungsunion, Wirtschafts- und Währungsunion. Ja, also weiter, gleich zu Bernd. Weiter. Ja, ich staune ja nur, wie hier Werbung gemacht wird für die SPD und wie offensichtlich hin und her geschoben wird, ob man doch lieber bei der SPD gelandet wäre oder nicht und wer das jetzt verhindert hat. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es dazu gekommen ist, weil vielleicht gibt es ja auch einen dritten Grund, warum die Leute nicht zur SPD sind oder die Linke mitgegründet haben, dass sie an dem Gedanken des demokratischen Sozialismus einfach festhalten. Und deswegen glaube ich auch, wenn man in der Tat sich mit dem real existierenden Sozialismus real existierenden Kapitalismus auseinandersetzt, braucht man natürlich als Gegenstück eine Alternative, die sehr grundsätzlicher Art ist. Und die Auseinandersetzung mit dem DDR-Sozialismus oder wie man ihn immer einschätzt, muss ja eigentlich dazu dienen, zu sagen, was lernen wir denn daraus, welche Vorstellung von Sozialismus wollen wir denn nicht haben und welche wollen wir denn haben? Und ich glaube, zu dieser dritten Gruppe gehöre ich, dass ich an dem Grundsatz des demokratischen Sozialismus festhalte, aber sage, was ich nicht will. Ich will keinen Sozialismus ohne Demokratie, ich will keine zentrale Planbürokratie, ich will, dass die bürgerlichen Freiheitsrechte im demokratischen Sozialismus nicht nur eingehalten, sondern auch materiell für alle verwirklicht werden. Ich glaube, es war ein großer Fehler, das nicht gemacht zu haben. Und natürlich will ich den Satz von Marx, der mal gesagt hat, die freie Entfaltung des Einzelnen ist die Voraussetzung für die freie Entfaltung aller, so rumlesen. Ich glaube, Generationen von Sozialisten haben ihn andersrum
gelesen, dass sie nicht vom Individuum ausgegangen sind und von der Entfaltung des Individuums, sondern umgekehrt eher von einem kollektivistischen Ansatz im negativen Sinn. Und da glaube ich doch, dass die Linke eine in sich ganz konsequente Antwort war, auch sehr viel später. Ich hätte mir ehrlich gesagt weder bei der Wende und auch als jüngerer Mensch, der ich damals war, weder vorgestellt, in die SPD einzutreten, noch in die PDS. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich tatsächlich eine andere Vorstellung von Sozialismus hatte. Ich war aber immer überzeugt davon, wir brauchen in Deutschland und dann später noch viel mehr im Vereinigten Deutschland eine Partei links von der SPD, die wesentlich konsequenter soziale Interessen vertritt und die an dem Gedanken einer grundlegenden Alternative zum Kapitalismus festhält. Und deswegen können wir das gar nicht so sehr einfach zusammenschmeißen, sondern wir können gucken, wo in diesem Prozess Gemeinsamkeiten sind. Ich glaube nicht, dass die SPD sich heute noch als antikapitalistische Partei definieren würde, sondern sie hat ja eine andere Entscheidung gefällt. Aber es gibt natürlich viele Mitglieder drin, die auch quasi an dem, die sagen wir mal, gemeinsame Interessen mit uns formulieren. Und ich glaube, den Versuch, das jetzt wieder zusammenzubringen in eine Partei, wäre quasi gar nicht im Interesse, weder der SPD noch der Linken, sondern die Linke würde nämlich ihre Rolle, die SPD wieder zu lernen, den Begriff der sozialen Gerechtigkeit überhaupt wieder buchstabieren zu können, den würde sie nicht ausführen können. Und die SPD würde vielleicht den Lernprozess, sagen wir mal, wieder für soziale Gerechtigkeit und für sozialdemokratische Positionen eintreten, nicht lernen können. Das können wir, glaube ich, nur haben, wenn wir tatsächlich links von der SPD eine andere Partei haben. Und ich möchte jetzt nochmal zum Grundsatz des demokratischen Sozialismus was sagen. Auch im Übrigen sind in der ganzen Geschichte wirkliche Sozialreformen nur durchgesetzt worden, wenn es eine Partei und Kräfte gab, die Verhältnisse ganz grundlegend in Frage gestellt haben. Nur die waren der Antrieb auch für Sozialreformen, die diesen Begriff wirklich verdient haben. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir als Linke am Begriff des demokratischen Sozialismus festhalten, lernen, was wir aus der Geschichte der Sowjetunion, der DDR, was wir nicht machen wollen, aber auch positiv definieren, was wir brauchen, nämlich die Vereinbarkeit von Sozialismus und Demokratie, ein tatsächliches Runterbrechen der Demokratie auf die Wirtschaft und eine Achtung und Respektierung der Individualität. Aber die Voraussetzungen, dass sich die Individualität wirklich entwickeln kann, sind bei uns lange nicht erfüllt und so lange brauchen wir wirklich eine linke Partei. Ich würde gerne eine Anmerkung machen. Ich habe jetzt einen anderen Vorschlag. Mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, dass wir jetzt in so eine Schlussrunde gehen. Und diese Schlussrunde sieht vor, dass jeder, der hier vorne sitzt, vielleicht so in 2 Minuten nochmal seine Gedanken zusammenfasst, so etwa unter der Fragestellung, wenn ich heute 25 Jahre zurückschaue, stellt sich mir die Frage, was hätte ich eigentlich anders gemacht, wenn ich mit dem Standpunkt oder der Kenntnis von heute an die Sache rangegangen wäre. Aber es kann auch eingegangen werden auf die Dinge, die jetzt hier gerade gesagt haben, weil Steffen Reicher hat angedeutet, dass er auch nochmal zu den Aussagen von Bernd Rixinger etwas sagen möchte. Wir würden vielleicht anfangen, indem Peter Michael Diesel als Erster spricht, und dann gehen wir die Runde so rum und kommen dann zum Schluss. Lieber Herr Rixinger, liebe Freunde hier vorne, ich glaube, dass ich mehr wissenschaftlichen Sozialismus in meinem Leben gepaukt habe, als Sie das eben dargestellt haben. Aber ich weiß nicht, was Sozialismus ist. Aber ein enger Freund von mir, meine Damen und Herren, Professor Michael Schumann, der damals noch nicht mein Freund war, an diesem Tag, hat eine mutige Rede gehalten vor 25 Jahren. Diese Rede hat aus meiner Sicht Ihre Partei hoffähig gemacht, hat für mich einen demokratischen Prozess in ihrer Struktur, in ihrer Partei entwickelt, der mir diese Partei sympathisch gemacht hat
Und ich habe sie von diesem Zeitpunkt an immer als eine demokratische, völlig normale Partei gehalten, die sympathische Köpfe hatte. Ich habe nie versucht, Michael Schumann, Vize, Gregor Gysi, Lothar Bisky oder andere zu überzeugen, dass ich vielleicht doch das bessere Lied habe. Sie haben es auch mit mir nicht getan. Das ist Demokratie. Und deswegen glaube ich, ist es auch schön, Steffen, dass man diese bunten Vögel um sich rum hat. Ich weiß, Heinz, weil ich an etwas anderes glaube als ihr, dass ich Michael Schumann wieder treffe. Ich bin mir ganz sicher, dass ich ihn wiederfinde und er wird dann wieder mit mir, er ist ja in der Abteilung, wo die Guten hinkommen, dann werden wir wieder in der Sauna sitzen und ja. Aber das, Gregor, das ist mein Wunsch, dann werden wir wieder in der Sauna sitzen, dann werden wir wieder Spaniens Himmel singen und Michael kannte alle Strophen, ich kenne immer nur die eine und es ist schön, dass wir die Farbigkeit, die Lebendigkeit und auch die Friedfertigkeit dieses Prozesses nicht vergessen haben. Ich bin sehr stolz, dass Sie mich eingeladen haben und sehr froh, dass ich hier meine bescheidenen Gedanken dazu darstellen durfte. Ich glaube, ich bin neidisch, sage ich mal, dass ich eine vergleichbare Stiftung, die sich mit vergleichbaren Dingen in meiner Partei beschäftigen würde, es leider noch nicht gibt. Aber ich gebe nur noch den Beitrag ab, meine Damen und Herren, dass ich Christdemokrat bin, das merkt man gar nicht so sehr. Und deswegen glaube ich, wird auch die Ursache darin liegen, dass Sie mich eingeladen haben. Schönen Dank. Peter Michael hat vorhin ja von einer bestimmten Struktur der DDR gesprochen. Entweder wollten die Verantwortlichen im Westen es nicht sehen oder sie wollten daraus nichts machen. Die DDR war eine geschlossene Gesellschaft. Eine geschlossene Gesellschaft führt immer zu kleinbürgerlichen Strukturen. Anders ist sie gar nicht haltbar. Und dadurch waren natürlich die Offiziere, die du kennengelernt hast, etc., immer kleinbürgerlich strukturiert und aus deiner Sicht bürgerliche Kräfte, die genauso gut hätten in der CDU sein können. Das bestreite ich doch überhaupt nicht. Ich wollte dir ja gerade recht geben. Der Punkt ist nur, dass sie in der Regel keine Chance erhielten. Und das war doch die Schwierigkeit für meine Partei. Auf der einen Seite wollten wir eine moderne linke Partei werden und auf der anderen Seite mussten wir uns um Leute kümmern, die logischerweise kleinbürgerlich strukturiert waren und die mithin auch ihre kleinbürgerlich strukturierte Kultur in unsere Partei hineinbrachten. Es ist doch nicht so, dass wir das nicht gewusst, nicht gesehen, nicht gemerkt haben. Ich kann mich an eine Parteivorstandssitzung im Januar erinnern, wo wir genau darüber diskutiert haben. Die Frage war, kümmern wir uns um die Offiziere, machen wir das, kümmern wir uns die Leute? Und da habe ich gesagt, das hat aber die und die Konsequenz. Nur, dass wir uns nicht wundern. Und dann haben wir uns bewusst entschieden, es zu tun, weil das damals auch unser historisches Vermächtnis war. Es war auch unsere Aufgabe. Diese Aufgabe hatte sich irgendwann erledigt. Partiell. Nach wie vor nicht ganz. Aber partiell. Und deshalb habe ich gesagt, über die Bildung der WASG im Zusammenhang mit der Schröderschen Politik bestand plötzlich die Chance, tatsächlich eine neue Linke bundesweit zu installieren. Und dazu passen zwei Gedanken nicht. Nicht der Gedanke, dass diese Partei mit der PDS nichts zu tun hat, das ist Quark. Es gäbe sie gar nicht ohne die PDS. Und nicht der Gedanke, dass wir eigentlich nur erweitert worden sind und nichts anderes geworden sind. Das ist auch völlig falsch. Wir sind etwas anderes geworden. Und zwar schon deshalb, weil wir anders akzeptiert, anders wahrgenommen werden. Ich bin in den ersten Jahren, wenn ich freundlich gefragt wurde, wurde ich immer nach Ostdeutschland gefragt. Niemals ging aus der Sicht der Zuhörerinnen und Zuhörer, der Zuschauerinnen und Zuschauer, der Journalistinnen oder Journalisten mich die Frage nach den Steuern in der Bundesrepublik was an. Dafür war ich gar nicht zuständig. Wurde immer nur nach anderen Themen gefragt. Ich habe dann mal, da musste der Lambsdorff lachen, habe ich gesagt, wissen Sie, Sie werden überall nach Steuern gefragt. Ich möchte auch mal gerne nach Steuern gefragt werden. Ich habe dazu eine Meinung und so. Aber so wurden wir ja nicht wahrgenommen. Inzwischen werden wir aber als bundesdeutsche Kraft wahrgenommen. Und das ist ein Fortschritt. Und ich sage mal, bei allem, was ich gesagt habe, was da am Anfang meines Erachtens auch anders hätte laufen können, ist auch egal. Herausgekommen ist, was ist denn nun eigentlich auch von der DDR, von ihrer ganzen Geschichte geblieben? So wie sie war,
war sie zum Scheitern verurteilt. Und es hätte übrigens auch nichts mehr genutzt, wenn die SED-Führung, sagen wir mal, seit 86 oder 87 wirklich eine andere Politik gemacht hätte. Es hätte nichts mehr genutzt. Im Kern war der Fehler, dass Chruschtschow die Verbrechen Stalins genannt hat, ohne die Strukturen zu überwinden. Es wurde als subjektiver Fehler einer Person dargestellt und die Strukturen wurden nicht verändert. Damals hätte es vielleicht noch eine Chance gegeben, die war vorbei. Aber wir haben aus der DDR einen anderen sozialen Gedanken mitgebracht. Wir haben aus der DDR einen anderen Gedanken zur Gleichstellung der Geschlechter mitgebracht. Wir haben einen anderen Gedanken zur Verantwortung für Wirtschaft mitgebracht, bis hin zu Kindertagesstätten etc. Und das ist nicht totzukriegen. Da hat der Biedenkopf mal zu mir gesagt, das wirkt wie Hefe nach. Das stimmt. Das einzig Tragische ist, dass was da an Veränderung kommt, und ich bestreite ja nie, dass 90% überwunden werden mussten, das ist ja völlig klar. Aber das, was sich gelohnt hat, dass den Westdeutschen nicht gegönnt wurde, das zu erleben als etwas, was sie der Vereinigung verdanken. Das ist ihnen nicht gegönnt worden. Dann hätte man das anders machen müssen 1990, als es gemacht worden ist. Und deshalb sage ich ja immer, wie die Sicht mancher Westdeutscher ist, was ich gut nachempfinden kann. Und wenn ich da aufgewachsen wäre, würde ich das auch so sehen. Das darf man immer nicht vergessen. Wenn wir in Ägypten aufgewachsen wären, glaubten wir an Allah. Punkt. Da gibt es doch Christen. Naja, so viele nur auch wieder nicht. Naja, ne? Also, 10%. Ja. Ne? Ja. Naja, das bin ich die Ausnahme. 10% kriegen wir. Dann wäre ich es vielleicht nicht geworden. Aber ich will ja bloß sagen, dass wir nie die Umstände vergessen dürfen. Dort, wo man aufgewachsen ist, wird man geprägt. Das hat immer Konsequenzen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Deshalb habe ich ja immer gesagt, das Privileg bei mir zu Hause war der Besuch. So einen Besuch, wie meine Eltern hatten, gab es normalerweise in der DDR nicht. Aus Südafrika, aus den USA und so weiter. Das war die völlige Ausnahme. Kurzum, ich denke, mit ein bisschen Augenzwinkern haben wir mehr erreicht, als wir uns das jemals hätten vorstellen können 1989. Und was haben wir alles für Tiefs erlebt? Und ich finde, es ist auch für die SPD eine Bereicherung, dass es uns gibt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Gerade für Linke in der SPD. Ihr steht nicht nur von rechts unter Druck, sondern auch für links. Und das gibt andere Möglichkeiten. Wenn es uns nicht gäbe, gäbe es nur die Überlegung, wie ein Unionswähler herankommt, um mehrheitsfähig zu werden. Das würde die SPD prägen. Man müsste auch nachdenken, wie an unsere Wählerinnen und Wähler herankommen. Das finde ich doch einen spannenden Gedanken. Aber im Augenblick seid ihr nicht so strukturiert, dass es euch in größerem Umfang gelingt, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf. Wenn es natürlich überwiegend Leute wie dich gäbe, sähe die Sache ganz anders aus. Aber du weißt ja, wie das ist. Ich kenne übrigens auch die Schwächen meiner Partei, brauche ich keine Aufklärung. Ich will gar nicht unkritisch sein, dass wir auch komplizierte Strukturen zum Beispiel haben und uns überhaupt noch nicht in bestimmten Gebieten entschlossen sind, wohin wir uns entwickeln. Aber war es, was Bernd gesagt hat? Eine bestimmte Radikalität ist auch erforderlich, um wenigstens die Hälfte zu erreichen. Wenn man die nicht an den Tag legt, erreicht man von der Hälfte höchstens die Hälfte. Und das ist dann zu wenig. Und es gibt so eine Aufgabenverteilung in der Bundesrepublik zwischen Union und SPD, die mir nicht gefällt. Aber letztlich will ich noch eins sagen. Wir haben jetzt eine große Koalition, klar, bis 17. Ich sehe heute überhaupt noch nicht, dass die 17 aufgelöst wird. Aber wenn wir dann noch bis 21 eine große Koalition haben, und dann noch mal bis 25 eine große Koalition haben. Ich will es nur sagen, dann ist die Demokratie wirklich gefährdet. Insofern steht auch die Linke vor der Aufgabe, wie Alternativen eigentlich real aussehen könnten. Wir kommen nicht umhin. Es ist ja ganz bequem, wie wir da am Bundestag sitzen. Mir macht das auch Vergnügen. Aber ich weiß, dass schwerere Zeiten auf uns zukommen. Und was wir alles durchgestanden haben, die damals in der Partei waren, seit Dezember 1989, dem möchte ich nur sagen, na und? Wir sind schon mit ganz anderen Schwierigkeiten fertig geworden, also auch mit diesen. Danke. Bei der Vulgärtheologie von dir, Peter Michael, da werde ich zum Atheisten. Aber das liegt eben daran, du bist Rinderzüchter, ich bin Schäfer, also Pastor. Herr Rixinger, als Sie geendet haben, ist im Adenauerhaus auf Senden gedrückt worden für die Dankmail.
Die kriegen Sie morgen vermutlich, kann ich auch gut verstehen. Aber ich will ganz deutlich sagen, das Copyright für 150 Jahre demokratischer Sozialismus, das liegt bei der SPD. Und zwar ununterbrochen 150 Jahre im Parteiprogramm. Immer wieder von Einzelnen bestritten. Aber 150 Jahre, und das haben wir im letzten Jahr gefeiert. Und da wart ihr nicht dabei, aber wir haben die 150 Jahre gefeiert. Mich wundert auch ein wenig, dass nun ausgerechnet bei einer Veranstaltung der Linken dem altersschwachen Kohl in der Weise die Ehre gegeben wird und ihm Recht gegeben wird. Der hat doch das mit der deutschen Einheit sich nicht selber ausgedacht, sondern das hat er in Dresden gelernt unter dem Eindruck von DDR-Bürgern. Zum Glück sagt wenigstens einer, ja, der sich daran erinnern kann oder vielleicht mit dabei gewesen ist. Ich weiß es nicht. Und die wollten und haben auch dafür gesorgt, dass es keinen Anschluss gab, sondern ein Beitritt. Zwischen Anschluss und Beitritt liegt ein riesiger und fundamentaler Unterschied. Es hat in der Volkskammer Verrückte gegeben, die einen Anschluss wollten. Und zwar zweimal vielleicht dann auch die Mehrheit bekommen hätten, wenn ihr nicht, wir nicht und die CDU, mit dem sie ja nicht dafür gesorgt hätten, haben, dass all die, die schon nach Hause gefahren sind, wieder zurückkamen und diesen Unfug verhindert haben. Weil wir eben den Beitritt wollten und Beitritt auf der, also nach dem 18. März den Beitritt auf der Grundlage eines abgeschlossenen Einigungsvertrages, der die Rechte und all die Dinge, die du eben zu Recht genannt hast, eben mit in die deutsche Einheit eingebracht hat. Immer wenn die Linke gespalten war, war sie eine schwache Linke. Aber für den Prozess, der uns jetzt bevorsteht, und das heißt eben nach dem Clash of Finance, der uns doch so sicher wie das Amen in der Kirche, und davon verstehe ich was, bevorsteht, da wird etwas zu organisieren sein, was noch viel schwieriger ist, als das, was wir 89 erlebt haben. Nämlich darauf zu reagieren, dass auch sozusagen das einzige vorzeigbare und das 89 obsiegende Modell an sein Ende gekommen ist. Und das wissen auch mittlerweile auch Weltbanker, dass diese Art von Kapitalismus an ihr Ende gekommen ist. Und darauf Antworten zu finden, wie dann nicht nur eine Nation, nicht nur Europa, sondern in einer Form von wirklicher Weltregierung beziehungsweise a Global Republic oder wie man das dann auch immer nennt, oder einer Weltrepublik, Wege gefunden werden, das zu organisieren. Das ist eine Aufgabe einer starken Linken und die muss tiefer träumen und wacher sein als andere. Und da sind wir eben leider noch gespalten. Ihr könnt euch damit anfreunden, ich nicht. Ja, ich glaube, entscheidend ist nicht das Copyright, sondern was man jetzt macht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass im Übrigen der Weg, also da würden wir ja eine gleiche Einschätzung haben, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Der Weg müsste eben sein, dass wir gemeinsame politische Projekte entwickeln und sagen, wie müsste denn quasi die Alternative zu diesem real existierenden Kapitalismus aussehen. Und diese gemeinsamen Projekte, die könnte man durchaus auch außerhalb des Parlaments in vielen Räumen und Rahmen könnte man die tatsächlich formulieren und dann gucken, ob man zu einer gemeinsamen politischen Praxis kommt. Und ich glaube, das wäre tatsächlich ein Fortschritt. Zu meinen, dass sich jetzt irgendeine Partei bei der anderen einordnen würde, das glaube ich, wird nicht der Weg sein. Und das Zweite ist, ich habe ja als Vorsitzender, als ich überraschend Vorsitzender wurde, war ich ja immer wieder konfrontiert mit dieser ganzen Geschichte der DDR und der Sowjetunion und der Nachfolge. Ich habe dann immer so ein bisschen flapsig gesagt, was habe ich damit zu tun? Ich muss mich doch nicht irgendwie von einer Geschichte distanzieren, für die ich gar nicht verantwortlich war. Ich habe dann ziemlich schnell lernen müssen, dass es so nicht geht, weder quasi, dass wir ganz verschiedene Umgangsformen haben über die Geschichte. Die eine, dass wir ständig quasi sowas wie einen Kniefall machen sollen vor der Geschichte. Da haben sie Linken ja ein bisschen schwieriger. Also diejenigen, die ja übergesprungen sind in die bürgerlichen Parteien oder in den Blockparteien waren und heute nicht mehr links sind, die müssen ja sich für die Geschichte nicht
rechtfertigen. Ja. Für die Geschichte rechtfertigen müssen sich ja hauptsächlich die, die immer noch links geblieben sind. Und das ist ja quasi, worum wir uns dem offensichtlich trotzdem stellen müssen. Und eine zweite Art war natürlich bei uns in der Partei, die immer noch verankert ist, dass man gesagt hat, naja, wer will sich nicht so deutlich distanzieren oder nicht so brechen mit dieser Form Sozialismus, weil man ja da nur denjenigen in die Hände arbeitet, die irgendwie ganz andere Interessen waren und gar nicht links sind oder quasi den Kapitalismus huldigen. Und deswegen tut uns das weh, wenn ihr euch so grundsätzlich damit auseinandersetzt, kritisieren uns dann auch. Ich musste mir jetzt erst 2 Stunden harte Kritik anhören über unsere Erklärung zum 25 Jahre Mauerfall. Ich glaube, dass das ein bisschen falsch ist, dass wir uns tatsächlich als Linke dieser Geschichte, die eben Teil der Geschichte unserer Partei ist, stellen müssen. Aber eben tatsächlich auf der Grundlage, dass wir daraus lernen für linke Politik. Das ist ja, glaube ich, die also nicht, dass wir übergehen quasi in ein anderes Lager oder auf einmal abschwören, quasi der Vorstellung, dass der Kapitalismus vielleicht doch nicht das Ende der Geschichte ist, sondern auch andere Möglichkeiten gibt. Und insofern werden wir uns wahrscheinlich noch längere Zeit mit dieser Geschichte auseinandersetzen müssen. Aber wir sollten uns nicht in die Enge reindrängen, lassen, dass wir quasi kapitulieren vor dem Gedanken einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus. Ja, also wir wollen uns mit dem real existierenden Kapitalismus ganz kritisch und grundsätzlich auseinandersetzen und die Alternativen, da lernen wir quasi aus der Geschichte des gescheiterten Modells oder des gescheiterten Systems, und da gebe ich Gregor vollkommen recht, da geht es nicht nur um Personen, da geht es wirklich um Strukturen. Da geht es um die Frage, in welchem Verhältnis steht Demokratie zum Sozialismus, gibt es freie Wahlen, in welchem Maße wird die Wirtschaft organisiert, gibt es eine zentrale Planbürokratie oder haben wir nicht Möglichkeiten der Demokratisierung, in welchem Verhältnis steht ein Markt zur Planung, welche Bereiche dürfen auf keinen Fall dem Markt überlassen werden. Ich finde, wir haben da viele Fragen, die wir in diesem Zusammenhang durchaus produktiv, im Übrigen auch produktiv mit den Sozialdemokraten, diskutieren können, die aber praktisch zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtet sind für eine moderne, linke und durchschlagende Politik. Und gestattet mir jetzt noch einen letzten Satz. Ich bin 91 rübergekommen als junger Hauptamtlicher nach Sachsen, als Gewerkschafter, um quasi den Leuten, die in die Gewerkschaft gegangen sind, das Betriebsverfassungsgesetz zu erklären. Und ich fand, mir war damals aufgefallen, dass obwohl in der DDR doch sehr viel über Kapitalismus und über wissenschaftlichen Sozialismus und Marx und Engels Werke unterrichtet wurde, bis in alle Details, dass eigentlich kein wirkliches Verständnis von Kapitalismus da war. Die Leute hatten wirklich geglaubt, dass das Betriebsverfassungsgesetz und ähnliche Dinge, die wir hatten, dass ihnen die wirklich helfen in dieser Auseinandersetzung. Ich habe dann gesagt, naja, also natürlich bringen wir das rüber, aber ihr hattet zum Teil eine bessere Arbeitsrechtsgesetzgebung. Und die Warnungen, dass von den ganzen Betrieben, wo ich war, Konsum und andere Genossenschaften, ich glaube, es war Konsum, was war die zweite große? HO, dass vielleicht von dem nicht mehr viel übrig bleibt und sie dann alle bei Lidl und sonst wo landen, das hatte niemand geglaubt. Hatte definitiv niemand geglaubt, in welchem Ausmaß und wie schnell der Kapitalismus diese Bereiche alle vereinnahmen wird und dass dann selbst vom Betriebsverfassungsgesetz nicht mehr viel übrig geblieben ist in diesen Bereichen. Und ich glaube, dass das auch ein großer Fehler war, dass man zwar viel gelernt hat, viel dogmatisch gelernt hat, als dann aber das wirkliche System kam, von diesem Lernen wenig angewendet werden konnte. Und deswegen müssen wir natürlich jetzt realisieren,
Es gibt nur noch den real existierenden Kapitalismus und mit dem müssen wir uns eben ganz grundsätzlich und ganz kritisch auseinandersetzen, und zwar nicht nur im Westen, sondern auch im Osten. Ich werde mich sehr kurz fassen. Als Parteiloser möchte ich nicht einmischen in die Scherereien zwischen den Parteien der Bundesrepublik Deutschland. Erstens kann ich die Parteienlandschaft der Bundesrepublik nur von einem Standpunkt beurteilen, vom Standpunkt der Sympathie. Ich finde, dass es gut viele Leute bei der SPD mir sympathisch sind. Ich finde es, dass fast alle bei den Linken mir sympathisch sind. Und ich finde, dass es immer weniger sympathische Leute bei den CDU gibt. Also, und ich möchte nur eins, also die Frage für mich ist, ob der demokratische Sozialismus gleich ist dem Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Wenn das das eine gleiche ist, dann finde ich, dass alle politischen Kräfte eigentlich sich einigen können. Zweitens, aus den Erfahrungen der Sowjetunion und anderer sozialistischer Länder haben die Chinesen am meisten gelernt. Drittens, ich möchte ein gutes Wort für Gorbatschow sagen. Das ist sehr selten in Russland, wenn Sie ein gutes Wort über Gorbatschow hören. Aber Helmut Kohl hat ihn überzeugt. Mit einem einfachen Gedanken während der Vorbereitung der Einigung. Er hat ihm gesagt, ihr habt jetzt einen kleinen deutschen Verbündeten. Ich schlage euch vor, dass sie einen großen deutschen Freund haben werden. Und die Entscheidung von Gorbatschow war eben für Kohl gewesen. Ich finde, dass die Entscheidung eigentlich, fehlerhaft war, weil im Moment hat Russland weder den Verbündeten noch den Freund. Aber wie gesagt, das war für Gorbatschow irgendwie logisch, so zu verfahren. Obwohl die Geschichte lehrt, dass ein Verrat sich niemals rechtfertigt, niemals zu einem guten Ding führt. Also, Dankeschön. Ich wollte nur noch kurz sagen, natürlich ist die Linke kein Werbeverband für die SPD. Der Eindruck darf ja nicht entstehen. Das, was wir vorhin diskutiert haben, war eine ganz spezifische Situation. In solchen Städten wie Dresden und Leipzig mit sehr, sehr viel Intelligenz hatten wir natürlich das Problem, dass wir einfach gesehen haben, wie junge, dynamische Leute weggegangen sind und die aus der Politik völlig ausgeschieden sind. Und das hat sich heute bestätigt. Das hat sich bestätigt. Wir finden sehr viele, die sind in solchen Kreisen, die Beratung machen und sonst was, aber nichts mehr mit Politik am Hut haben. Der Rückgang der politischen Interessiertheit, auch bei Wahlen, ist nicht zuletzt auch mit dieser Entwicklung, die sich damals unmittelbar nach 89 und nach dem Parteitag ergeben hat. Und insofern war das dort nicht ein falscher Schritt, das zu versuchen, nach meiner Meinung, sondern war ein Versuch,
Leute in der Politik zu halten und auf linken Positionen zu halten, die wir sonst vielleicht verloren hätten. Ich persönlich habe die Zeit nach dem Sonderparteitag als Mitglied der Linken so empfunden, dass ich in vielen freier entscheiden konnte. Ich hatte in einem Gespräch mit dem Rektor der Universität, hat er mir gesagt, Roland, nun brauchen wir nicht mehr das immer zu verteidigen, wo wir eigentlich gar nicht mehr so überzeugt sind. Als Genosse hast du ja in schwieriger Situation auch Positionen vertreten müssen, von denen du eigentlich nicht so überzeugt warst. Das habe ich mit der Linken jetzt nicht. Ich kann meine Meinung äußern, auch in schwierigen Situationen. Das hat noch lange nichts damit zu tun, dass ich mit der Situation der Linken in allen Fragen einverstanden bin. Da habe ich teilweise große Sorgen und große Bedenken. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, programmatisch und visionär so solche Visionen zu entwickeln, die wirklich beim Volk ankommen, die nachvollzogen werden können. Das muss uns gelingen. Und Genossen, wir müssen als Partei aktionsfähiger werden, indem wir durch Transparenz, dass wir alles wissen als Genossen, was will die Führung, dass wir alles wissen und daraus Aktionen selbst organisieren können. Ich habe mir Mühe gegeben, 25 Jahre wirklich unten als einfachstes Parteimitglied. Ich habe keine Funktion, aber ich bin ein eifriger Wahlkleber, ein eifriger Sammler, ein eifriger Redner in Grundorganisationen, Basisorganisationen. Und Genossen, es gibt viele, auch welche, die nicht bei uns sind, die uns unterstützen, aber die nicht glauben, dass wir genügend Einfluss haben. Es kommt wirklich darauf an, wenn wir zu etwas Nein sagen, dass wir es konsequent sagen und die Leute nicht glauben draußen, die Linke ist umzuwerfen. Damit meine ich vor allen Dingen die Frage Krieg und Frieden. Dort müssen wir als Partei unverkennbar bleiben. Das ist meine Meinung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bedanken bei allen, die sich hier an der Diskussion beteiligt haben. Niemand von den hier vorne sitzenden Herren, in dem Fall ja nur Herren, sind das erste Mal zu Gast bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Natürlich nicht. Alle haben schon wiederholt und immer wieder an Veranstaltungen bei uns teilgenommen. Ich gehe auch mal davon aus, dass das weiter so sein wird. Wir haben eine ganze Menge auch über das Verhältnis der beiden linken Parteien in Deutschland, im Deutschen Bundestag, hier gehört. Ich finde es ja ganz gut, dass es unterdessen mit Blick auf den Sonderparteitag zurückgeschaut schon die sechste gemeinsame Koalition gibt. Nicht? Zweimal Mecklenburg, zweimal Berlin, jetzt zweimal Brandenburg und es steht ja in der nächsten Woche eine mögliche Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen bevor. Also das wäre dann auch eine gemeinsame Aktion. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Und es ist auch natürlich erfreulich, dass aus den von den Personen, die eine wichtige Rolle in den Regierungsbildungen in den Ländern gespielt haben, heute auch zwei Minister aus Brandenburg hier teilnehmen. Christian Görke und Helmut Markov sind hier auch ständige Gäste der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Morgen setzen wir die Veranstaltung fort. 10 Uhr geht's los. Das Programm liegt allen vor. Es ist bekannt, morgen 10 Uhr hier an gleicher Stelle in 3 Diskussionsrunden. Sie sind alle wieder herzlich eingeladen. Nehmen Sie davon Gebrauch, kommen Sie her und beteiligen Sie sich dann an der Diskussion. Recht herzlichen Dank den Herren hier vorne. Recht herzlichen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben. Einen guten Nachhauseweg.